Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und schaut mich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Episode von meiner Reihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und in dieser Reihe will ich euch immer zeigen, für was ich so ein bisschen mein Gold bzw. mein Geld ausgebe. Da waren ja schon Sachen von verschiedenen Mounts dabei. Toys, Pets und diversem Rezepte habe ich das letzte Mal auch geholt. Unter anderem auch der Spektraltiger war dabei. Heute geht es um was ganz anderes. Und zwar hatte ich ja, wie eben gesagt, auch Rezepte mir gekauft, um die mal alle vollständig zu haben, weil ich so ein bisschen ein Sammler bin. Mittlerweile sieht es schon ganz gut aus. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Lederer gucken, nicht gesammelt, habe ich wirklich alle Rezepte. Und bei Schmied ist es jetzt hier noch ein einziges, diese tückische Mithrilklinge. Und ja, die werde ich mir dementsprechend noch farmen müssen, weil die kann ich mir leider nicht immer kaufen. Also da führt kein Weg vorbei dran. So, heute wollen wir was anderes machen. Und zwar bin ich ja auch so ein bisschen in dieses Transmog-Geschäft eingestiegen und will versuchen, möglichst allen Transmog-Zeug zusammen zu haben. Da gibt es ja auch so ein Add-on, das nennt sich All the Things. Und zwar haben wir das hier, da bin ich jetzt auf, oh, ich bin genau bei 95% im Moment, also zumindest bei meinen Einstellungen. Und dementsprechend, ja, fehlen mir halt auch noch ein paar Sachen, die man kaufen kann. Und ich möchte zwar heute kein Transmog-Zeug kaufen, aber mir ein bisschen was basteln und mal gucken, was das so kostet. Man kann ja hier zum Beispiel jetzt gucken, was einem noch fehlt. Blizzard hat ja mittlerweile eigene Funktionen, wenn man nur quasi nicht gesammelte und verwendbare Items anvisiert oder anklickt, dann sieht man alle, die man noch braucht. Ich habe hier übrigens auch ein Add-on, das das anzeigt. Ich glaube, das müsste Can I Mogged oder Mogged sein, dass das quasi hier mit anzeigt. Genau, und da ich ja immer mal wieder hier dann gucke nach Schnäppchen und Sachen, die günstig sind, hier einkaufe, ich habe Gold auf verschiedenen Servern, ist mir aufgefallen, okay, einiges von diesen Sachen, hier zum Beispiel der Hut, den hätte ich jetzt eigentlich gekauft, 1700 geht eigentlich für ein Teil, was ich noch brauche. Ihr müsst bedenken, ich habe schon etwa 95% der Transmog-Sachen, die man kauft, okay, wahrscheinlich nicht 500, aber bestimmt 80% der Transmog-Sachen, die man kaufen kann aus Maha, habe ich schon gekauft. So die ganzen günstigen habe ich schon. Alles, was jetzt noch drin ist, sind halt Sachen, die ein bisschen wertiger sind. Und viele sind auch, hier seht ihr wieder bei All the Things einmal, also dieses ATT, wo man das herkriegt. Hier hergestellter Gegenstand, Burning Crusade, Lederverarbeitung, Lederrüstung. Ne? Also steht so ein bisschen dabei. Ich habe das aber nicht mit allen Chars drauf, weil dieses Addon tatsächlich ziemlich viele Ressourcen zieht. Und dementsprechend möchte ich ungern Sachen kaufen im AH, die mit, wo ich denke, okay, das ist jetzt gut vom Preis, die ich mir selber craften kann, weil ich habe ja alle Rezepte jetzt mir geholt, ne? Jetzt will ich sie auch nutzen, das ist jetzt hier zur Einleitung schon viel zu viel drumherum gelabert. Ich möchte mir quasi jetzt heute alles, was ich noch nicht habe, einmal craften. Und ihr seht hier unten schon, ich habe mir schon einiges gefarmt. Ich habe ja im Stream jetzt ab und an im alte Mats gefarmt, das ist ja auch ganz spaßig und so, aber es ist halt sehr, sehr langwierig. Und einige Leute meinen, nein, kauft ihr nichts immer, spar das Gold, ich will mir noch das Magic Rooster Egg kaufen demnächst. Das wird wahrscheinlich dann eine der nächsten Folgen werden, hoffe ich zumindest, wenn ich genug Gold zusammen habe. Dennoch habe ich mir einiges gefarmt. Ihr seht hier schon sehr, sehr viele Mats, die ich rumliegen habe. Und einiges habe ich mir auch schon hergestellt. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal durch, was ich noch brauche. Und dann muss man mal gucken, wie viel Gold das wird, was ich quasi hier reinbuttern muss. Ich vermute nämlich tatsächlich einiges an Gold. Wenn ihr hier unten mal guckt, was ich mir jetzt hier an Mats zusammengefarmt habe, zum Beispiel hier dieses Leder, ne? Also dieser 200er Stack wären jetzt 40.000 Gold wert, ne? Hier nochmal 40.000, dann nochmal 8k, also da haben wir schon mal fast 90. Hier haben wir irgendwelche Schuppen, da sind 6 Schuppen, 7.000 Gold, seht ihr das mal? Oder hier die hier, da kostet eine Schuppe 400 Gold, sind auch gleich mal wieder 5.000 Gold. Oder hier diese komischen Runen, 17.000 Gold. Oder hier so ein komisches Teufelstaurier-Leder. Also ich habe tatsächlich alle möglichen alten Ledersachen mir zusammengefarmt, die teilweise sehr, sehr aufwendig sind. Oder zum Beispiel habe ich hier Dunkeleisenbahn, wenn hier auch 4k Gold. Obwohl für die Zeit, wo ich da gefarmt habe, ist es eigentlich nicht wert. Das war nur 4k. Ich war einige Male in den Molten Core drin. Und dann sind es halt noch viele andere Sachen. Wo ist eigentlich mein Dämonenleder? Ach, hier, das hier. Ja, also da ist schon tatsächlich einiges da und dementsprechend habe ich mir da auch ein bisschen was gefarmt. Wir wollen jetzt aber jetzt mal angucken, was mir noch fehlt und die Sachen werde ich craften. Einiges muss ich mir kaufen und ich schätze, es wird in die mehreren 100.000 gehen, deswegen mache ich jetzt auch die Aufnahme. Immer wenn ich größere Beträge ausgebe, will ich halt ein Video quasi für die Reihe mitmachen. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt hier mal ein bisschen durch. Also hier haben wir Lederverarbeitung von Kultiras. Da habe ich mir schon alle Sachen hergestellt. Ihr seht, Lederverarbeitung Kultiras können wir zumachen, haben wir. Kettenloot kann ich nicht transmoggen, können wir zumachen. Waffen habe ich auch alle. Easy,
Hier ist nichts Transmoggables dabei. Fertig. Dann können wir verheerte Küste gucken. Kettenrüstung haben wir nicht. Lederrüstung habe ich mir alles hergestellt. Können wir zumachen. Ja, zweites Add-on fertig. Also ihr seht, ich habe da schon einiges auch in Vorarbeit geleistet. Die ganzen günstigeren Sachen, die man mal so bauen kann, habe ich tatsächlich alle mir schon gebaut. Dann Draenor, das können wir auch alles zumachen. Lederrüstung sind tatsächlich relativ wenig. In Draenor konnte man sich die Sachen immer weiter upgraden. Ihr seht, 1 von 6 und so. Deswegen waren da nur wenig Teile. Habe ich auch alle. Kette können wir zumachen, Umhänge immer auch, sonstiges, zack, fertig, ja. So, jetzt kommt Mist of Pandaria. Da brauche ich noch einen Teil, das weiß ich. Das können wir aber heute tatsächlich nicht craften. Helme haben wir alle, Schulter haben wir auch alle. Also da ist das Addon tatsächlich echt praktisch, weil man auf einen Blick das so ein bisschen sehen kann. Was hat man schon, was hat man nicht. Wenn ein blauer Haken dran ist, passt das. Und wenn quasi ein Stern dran ist, dann kann das halt, ne, habe ich das zwar nicht, aber das ist ein Kettenteil zum Beispiel. Also das kann ich mit dem Char nicht kriegen. Vielleicht mache ich irgendwann mal auch Kettengear oder so, aber eigentlich will ich nur auf dem Main das haben. So, hier war ein Teil, das ich noch nicht habe. Das ist, glaube ich, auch das einzige aus MOP. Da brauche ich aber gehärteter, prächtiger Balk. Der ist sehengebunden und den kann ich einen am Tag bauen. Und wer im Stream ab und an dabei war, der weiß, ich crafte das Ding wirklich jeden Tag. Und ich habe jetzt schon einige Dinge gebaut. Alleine hierfür brauche ich 28 Tage. Also einen Monat muss man das Zeug bauen. Und ihr seht, ne, da gibt es noch mehr so Items, die das brauchen. Also auch den anderen. Ich habe da schon wirklich lange jetzt immer diese Teile gebaut. Und das ist tatsächlich das letzte Item, was mir jetzt noch fehlt von. Ich weiß nicht, wie viele Items hier diese Bälge brauchen. Auf jeden Fall viele, ja. Und dementsprechend bin ich da tatsächlich schon ganz, ganz froh, dass das tatsächlich das Letzte ist. Ja, also brauchen wir jetzt noch Stand heute 12 Tage und dann habe ich das Ding. Ja. Aber gut, das können wir heute nicht machen. Deswegen machen wir das jetzt auch mal zu. Das ist ein sehengebundenes. Da sieht es auch gut aus. Da waren wir auch schon unterwegs. So, jetzt kommt Kataklysm. Materialien, das habe ich auch schon alles. Hier können wir alles zumachen. Ihr seht, das haben wir alles. Das sieht auch gut aus. Lederverarbeitung bin ich eh schon sehr, sehr weit. Nordend können wir auch mal kurz durchgucken. Ich weiß natürlich selber, dass ich das jetzt alles schon habe, aber ich wollte es euch jetzt mal zeigen, weil wenn, dann mache ich halt das ausführlich, ne? Also das haben wir auch alles fertig. Stiefel natürlich auch fertig. Zack, zumachen. So, Scherbenwelt können wir jetzt mal gucken. Da sind wir nämlich unterwegs und ihr seht, da sind noch einige Sachen offen. Da habe ich unter anderem jetzt diese Schuppen die ganze Zeit gefarmt und auch vieles andere Leder. Und ihr seht Knotenhautleder, was ich da in Mengen gefarmt habe. Und das ist übrigens das schwere Knotenhautleder. Also ihr müsst rechnen, diese 442 Leder, das sind viel mehr anderes. Das sind immer 5 von dem kleinen, machst du zu einem großen. Also das sind noch viel mehr. Das ist dann nochmal mal 5 zu nehmen und dann wisst ihr, was los ist. Ich habe da wirklich über 2000 Leder tatsächlich alleine dafür gefarmt. Ja. Und hier seht ihr, sind noch verschiedene Items, die müssen wir uns alle craften. Das ist ja schon noch ein bisschen was, das sind so 10 Items rum in etwa. Die werden wir uns halt gleich angucken. Und da unten ist nichts mehr. So, und jetzt gucken wir Classic rein. Da habe ich letztens noch sehr teuer tatsächlich einige Sachen gecraftet. Und zwar können wir die Materialien und so zumachen. Und die meisten Sachen habe ich jetzt hier fertig. Ein paar fehlen noch. Zum Beispiel hier diese Schultern. Aber ihr seht schon, die haben nicht wirklich einen Preis hier dran. Weil dieses urzeitliche Tigerleder, das gibt es im Spiel nicht mehr. Also hier steht irgendwas mit 30.000 Gold dran. Das Problem ist, ach so, es ist sogar eine Auktion im Haar. Das Problem ist, die kriegst du nicht mehr, das Leder. Und zwar liegt es daran, weil das nur aus dem alten Zul'Gurub gab, dieses Leder. Also dieses urzeitliche Tigerleder gab es nur aus dem alten Zul'Gurub. Und dementsprechend kann ich mir das leider nicht mehr holen, da es jetzt nur noch das neue Zul'Gurub gibt. Und ja, jetzt kann ich das hier nicht mehr craften. Und dann gibt es noch ein, zwei andere Items. Hier brauchst du urzeitliches Fledermausleder. Das war, glaube ich, auch nur in Zul'Gurub erhältlich. Kannst du auch nicht mehr holen. Und dementsprechend sind die Sachen halt blöderweise auch nicht im Auktionshaus. Ja. Ich müsste mal gucken, ob es vielleicht nochmal irgendwo einen anderen Weg gibt. Aber soweit ich weiß, kriegt man diese Materialien nicht mehr. Und das sind die einzigen, die mir hier in Classic fehlen, wo man dementsprechend diese alten Mats braucht, die es halt leider nicht mehr im Spiel erhältlich gibt. Ja, also Classic habe ich alles gecraftet, bis auf diese 4 Items, die ich dementsprechend nicht craften kann. Es würde gehen, wenn noch irgendeiner quasi dieses Zeug rumliegen hat und man das dann aufkauft. Ne? Das würde funktionieren, dann könnte man das halt craften. Sonst geht es leider nicht. Und ich vermute, da seit Cataclysm das rum ist, und das, was sind das, mittlerweile 10 Jahre, man sagt ja pro Expansion etwa 2 Jahre, 2 Jahre BFA, 2 Jahre Legion, 2 Jahre WOD, 2 Jahre MOP, 2 Jahre
Cutter, ja, es sind 10 Jahre mittlerweile her, ne? Also Pi mal Daumen gerechnet, Milchmädchenrennen. Also seit 10 Jahren kannst du es nicht mehr holen. Ist unwahrscheinlich, dass da einer noch grobe Mengen oder so rumliegen hat, dass man es craften kann. So, genug des Gelabers, jetzt können wir einmal gucken. Mir fehlen hier tatsächlich nur noch die paar Items aus, ja, ein paar Items aus der Scherbenwelt. Bei Schmied sieht es nochmal ganz anders aus, da fehlt mir noch wesentlich mehr. Da müssen wir dann noch mehr reingehen ins Gold. Ich würde sagen, mache mir nebenbei so eine kleine Tabelle, dass ich weiß, was wir etwa ausgegeben haben. Und zwar, wir sind jetzt bei einem Goldwert, ich muss nämlich nach ein paar Mal umloggen, von 9.677.000. Ich habe auch schon die letzten Tage, ich würde jetzt mal sagen, so 300k ausgegeben, um viele kleine billige Items herzustellen. Aber so 200, 300, 400k, irgendwie sowas um den Daumen ist es. Ich habe mir halt immer wieder was gekauft, deswegen weiß ich es nicht. Aber sowas könnt ihr etwa rechnen, dass ich schon ausgegeben habe. Jetzt allein die letzten Tage, natürlich davor auch schon mal was. Also, ne, ich war knapp beim Goldcap und jetzt sind wir auf hier 9.677.000 quasi. So, wir kaufen uns jetzt erstmal ein paar Sachen und zwar. Das ganze Leder habe ich mir gefarmt. Ich habe auch überlegt, ob ich mir hier so ein bisschen diese Urschatten, Urluft und dieses ganze Zeug farmen soll. Urerde habe ich mir auch gefarmt. Da habe ich nämlich ein bisschen Bergbau betrieben. Unter anderem für die Schmiedesachen dann später. Aber das Zeug, das dauert wirklich ewig zu farmen. Das werde ich mir jetzt mal haar kaufen. Und da werden wir jetzt mal gucken, was wir brauchen. Und zwar, wir fangen mal an. Das kann ich schon so machen. Ah, wir fangen mal mit Urschatten an. Welche Items Urschatten brauchen? Okay, ich brauche quasi 8. Und 15, also 23, oder? Falls ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Also da kann man sich jetzt nur blamieren tatsächlich. Haben wir die Haken draußen. Also wir brauchen Urschatten 23, die kosten 250 Gold. Die könnte man auch selber farmen, aber ne, ihr wisst ja, wie das ist. Das ist halt aufwendig. So, die würde ich jetzt schon mal kaufen. Haben wir schon mal 5k quasi rausgehauen. Dann würde ich sagen, als nächstes schauen wir die Urluft. Da brauche ich nämlich wesentlich mehr. 15. Plus 18 müssten 32 sein. 32, ja. Dann 40, 44, 52, 62, 70, oder? Ja, 70, ich glaube 70. Wahrscheinlich habe ich mir jetzt irgendwo verrechnet, aber wir werden jetzt einfach mal 70. Die sind runtergegangen, die waren bei 500 Gold, jetzt sind sie nur noch bei 400 Gold. 70 Stück sind 27.000 Gold. Da latzen wir rein, ne? Ihr seht das, da latzen wir ordentlich rein. Gut, hätten wir das. Dann Urschatten haben wir. Hier irgendwie den Farbstoff, gut, den müsste ich beim Händler kaufen können, tatsächlich. Also den werden wir jetzt nicht im Mana kaufen. Urmana brauchen wir noch ein bisschen was. Da brauchen wir schon, mal gucken, ob wir noch mehr brauchen. Aber ich glaube nur das eine. 10 Stück kosten 270 Gold. Okay, das ist in Ordnung. Und dann. Ah, die Dinger brauche ich noch, ne? Hier brauchen wir da noch mehr. Uneta habe ich mir schon 6 gekauft. Das müsste. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Uneta wir brauchen. 1, 2, 3. 4. Okay, Uneta habe ich sogar mehr als genug. Perfekt, das brauchen wir nicht mehr. Und da Uleben brauchen wir noch ein bisschen was, sehe ich gerade. Und von dem Zeug. Okay, dann kaufen wir uns jetzt erstmal noch Uleben, beziehungsweise schauen, was wir brauchen. Okay, da brauche ich nur 8 Stück. Das dürfte jetzt nicht so ins Gewicht kommen. Wie viel haben wir denn jetzt schon ausgegeben? Oh, 36.000, ne? Easy. 7 Stück brauchen wir nur. Eins habe ich tatsächlich schon. Ich habe ja auch ein paar Pflanzen abgebaut. Eine habe ich eins zusammengekriegt tatsächlich. Ich habe nämlich Corium gefarmt. Ich sage euch, Leute, Corium. Ne, ist arschig viel Gold im Aha wert, ist aber richtig selten. 2 Stunden gefarmt, ich glaube 15 Corium gekriegt, was tatsächlich nach manchen Aussagen im Forum sogar viel ist, ne, für was ich da bekommen habe. So, da brauchen wir 2, 4 und 8 Stück brauchen wir. Das kostet zum Glück nicht viel. 8. So. Sieht das doch schon mal ganz gut aus. Ich glaube, jetzt müssten wir alle Mats haben. Wir haben ausgegeben 37.000. Also bis jetzt ist zivil, aber wie gesagt, ich habe mir halt die teuren Sachen tatsächlich schon zusammengefarmt und dementsprechend, ne? So, das Item ist jetzt so ein Transmog, das werde ich jetzt kurz ins Haar hauen. Nicht, dass wir nachher, wenn wir die Sachen zusammenzählen, ja, hier einfach 85.000. Das ist so ein Item, das es im Spiel nicht mehr gibt, ne? Deswegen, also das man nur herstellen kann, wenn man quasi das Rezept davon hat. Warte mal, habe ich? Achso, da unten ist das andere hin. So, jetzt werden wir mal gucken. Was war's? Wir müssen nach zur Scherbenwelt runter. Einmal hier komplett die Liste. Und zwar stellen wir jetzt mal eins nach dem anderen her. Erstmal den Hut. Ihr seht, also die haben auch enorme Preise, die Sachen.
Hier im Maha für 24, fast 25.000 Gold. Die werde ich mir auch im Inventar mal lassen und wir zählen uns am Ende mal zusammen, was die Sachen wert wären, wenn wir sie denn im Maha verkaufen würden. Achso, ich brauche hier den Farbstoff, ne? Jetzt bin ich gerade überlegen, wo kriege ich den Farbstoff her? Der müsste eigentlich beim Ledererlehrer sein. Ich habe mich jetzt schon so prominent vor die Schmiede gestellt, weil ich dachte, ich kann gleich so ein bisschen was craften, aber ja, gut, egal. Wir werden jetzt erstmal hier. Wir werden jetzt erstmal uns den Farbstoff kaufen. Nee, da ist er nicht. Also hier, Farbstoff sei bitte hier. Warum? Ah, da, okay, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, 4 Stück wollen wir. So, dann craften wir das. Also ich kann es ja eigentlich auch gleich lernen, ne? Verkaufen werde ich es ja dann eh nicht mehr. Habe ich mir schon mal vorgenommen. Ich will es ja für mich. Die alten Sachen, die brauchen teilweise echt ewig zum Herstellen. So, ersten Hut haben wir. Zweiten Hut haben wir. Dann haben wir hier das nächste. Manche Sachen sehen sogar ganz cool aus. Die jetzt halt eher so weniger, ne? Aber es gibt auch tatsächlich Sachen, die gut aussehen. Aber hier geht es ja erstmal um Sammeln. Und ja, dementsprechend gucke ich, dass ich da ein bisschen was zusammenkriege. So, da la. Wo ist der Hut hin? Moment, ist der jetzt irgendwo? Ah, okay, das hat ein bisschen gedauert. So, dann das nächste. Was haben wir? Da haben wir überall genug Mats für. Da, ah, hier brauche ich ein paar. Ach, da brauche ich eine Uhrmacht. Oh, okay, da muss ich dann halt noch gucken. Uhrmacht, das hatte ich jetzt noch gar nicht mit einberechnet. Das muss ich dann nämlich mit dem Twink kaufen. Beziehungsweise, ich kann das im AH kaufen. Aber ich habe auch mit ein paar Chars ein bisschen was an Zeit investiert. Und habe tatsächlich die Berufe hochgelevelt. Mittlerweile ist es ja ein bisschen anders, ne? Du musst ja, wenn du die Berufe neu lernst, also nicht die mehr von früher hattest, musst du hier jede Expansion einzeln hochleveln. Und da musste ich tatsächlich Burning Crusade einzeln die Sachen hochleveln und auch in anderen Expansions die Sachen, dass ich dementsprechend ja, das Ganze craften kann. Den brauchen wir noch. Und dann brauchen wir quasi 6 Uhr Macht, ihr seht schon im AH, 2000 Gold, 6 Stück, ne, wären 12.000 alleine hierfür. Hier müssen wir noch ein bisschen Uneta kaufen. Hatte ich es doch unterschätzt, da brauchen wir noch ein bisschen mehr als eins. Also, ihr seht schon, der Castbalken hier unten, seht ihr so ein bisschen, das ist schon echt ziemlich lang. So, da haben wir das schon mal. Dann müssen wir einmal hier noch ein bisschen Uneta einkaufen gehen. Oh, ja, da kriege ich keine Uneta, sondern wir kriegen das Uneta hier einmal. Und zwar kaufen wir da 2 Stück. Und dann schauen wir mal wegen der Uhrmacht noch. Und zwar könnte ich die, wie gesagt, einfach im AH kaufen. Oder ich nutze natürlich meine Infrastruktur, die ich mir jetzt dafür extra erstellt habe, und kriege es vielleicht ein bisschen günstiger. Also ihr seht, 89 sind drin. Und für 2K, ne? Jetzt kann ich mal kurz switchen hier auf den Char hier. Na, ich kann nicht so schnell umloggen, ich habe 2 Accounts, ne? Den hatte ich jetzt hier quasi im zweiten Fenster offen. Und der hier hat einmal Alchi und einmal Inschriftenkunde. Mit dem selle ich ja so ein paar aktuelle Sachen, aber ich habe jetzt auch hier Burning Crusade bisschen was gebastelt. Das machen wir jetzt mal alles zu. Und auch Transmutationsmeister. Ihr seht das hier. Transmutationsmeister bin ich. Und dementsprechend kriege ich das vielleicht ein bisschen günstiger zusammen. Also 2K ist der Preis. Und hier haben wir 3,5, 4, ne? Also sind wir bei 7,5. Das sind ein paar bisschen was Kleines, gut. Runden wir einfach mal auf 8K auf. Dann 12, ne? 13, 14. Ja, irgendwie, ja, 14,5. 15, also grob aufgerundet sind wir irgendwas zwischen 1400 und 1500 und das kostet 2K. Heißt, wir können uns da tatsächlich ein bisschen was sparen und zusätzlich müsst ihr noch bedenken, kann ich Procs kriegen, weil ich mir extra die Quest mit dem Transmutationsmeister gemacht habe. Wir brauchen 6 Stück, heißt, wir brauchen von jedem von dem Zeug 6 Stück, wahrscheinlich sogar weniger. Kaufen wir jetzt einfach mal hier 6 Stück ein, wenn es denn laden würde. Ja, 66 wollen wir nicht einkaufen hier. Ach, warte mal, da hätte ich sogar, glaube ich, Ur-Erde, habe ich sogar noch einige über, weil ich ja relativ viel Zeug gefarmt hatte. Das hätte ich wahrscheinlich sogar ein bisschen günstiger machen können. Also kostenlos, weil Ur-Erde habe ich, glaube ich, so 40 auf dem anderen Char noch rumflacken. Also das ist eigentlich nicht das Problem. So, Ur-Luft, da brauchen wir auch 6 Stück. Mal gucken, ob wir einen Proc kriegen. Ich brauche später nämlich noch mehr von dem
von diesem Urmachtzeug. Deswegen habe ich extra das hochgelevelt und mir auch diese Quest dann einmal gemacht. Also Urmana brauchen wir noch. Was haben wir bis jetzt ausgegeben? 6000 Gold. Und wir haben ja vorher ausgerechnet, wenn ich es mir einfach aus Mahar gekauft hätten, dann wären es halt 12 gewesen. Jetzt habe ich das letzte noch gekauft. Wir haben jetzt hier 8000 ausgegeben. Und ja, wir hätten quasi 12 gezahlt, wenn ich es mir flach im Haar gekauft hätte. Also von dem her haben wir da schon mal knappe 4000 gespart. Und wenn ich jetzt Glück habe, kriege ich sogar noch einen Proc. Ah, da ist er, Proc. Ja, 6 haben wir, 7 haben wir. Habe ich mir sogar mehr gespart, weil jetzt kriege ich sogar noch 2000 raus. Wenn ich das wieder ins Haar reinsetze, dann haben wir das für 6k gekriegt. Tatsächlich für die Hälfte. Also hat sich das in dem Fall tatsächlich schon gelohnt. Das schicken wir jetzt an meinen Twink rüber. Und ja gut, hier sehen wir 8K, den lassen wir einfach eingeloggt, den brauchen wir nämlich später nochmal tatsächlich. Und jetzt, ja, können wir das hoffentlich aus dem Postkasten nehmen. Ich habe das jetzt bitte nicht an den falschen geschickt. Nein, ich habe es an den richtigen geschickt. Wunderbar, können wir das auch noch craften. Und dann müssten wir hier eigentlich durch sein mit der Scherbenwelt. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Helm, Schultern haben wir. Hier bauen wir gerade die Brust. Ah, warte mal, hier unten ist nur was. Aha! Hätten wir fast was vergessen. So, die Brust haben wir. Das können wir auch noch craften. Schauen wir mal. Brust passt. Die ist anscheinend auch direkt seelengebunden, ne? Also dementsprechend, die könnte ich auch gar nicht im AH verkaufen. Die hat bloß quasi bloß Herstellkosten 18.000 Gold, ne? Also die hat gar keinen richtigen Gewinn, weil ich die dementsprechend gar nicht hätte verkaufen können. Dieses Item, ne? 64.000 Gold. Also wenn ich das Zeug alles verkaufen würde, hätte ich richtig Asche machen können. Ah, okay, hier fehlt mir jetzt noch ein Urneta. Da habe ich sogar noch was übersehen. Und hier sogar auch noch mal was. Über Wasser brauchen wir auch noch. Okay. Haben wir sogar noch. Oh, hier ist sogar noch was. Okay, ups, ich habe richtig viele Items hier unten noch übersehen. Die ganzen Dämonen-Items. Okay, gut, Leute. Wir müssen dann doch noch mal shoppen gehen. War ich zu voreilig? Also, von hier brauchen wir noch eins. Urwasser und Urfeuer habe ich gar nicht einberechnet. 3 Urfeuer und 4 sind 7 und 3 sind 10. Die brauchen nämlich alle Urfeuer und Urwasser. Okay, dann müssen wir hier nochmal 10 kaufen. 4000 kostet das wieder. Und hier haben wir auch wieder 3, 7, 10. Achso, fuck, ich hatte ja noch 3 Urfeuer, ne? Ja gut, aber das werden wir sicher später nochmal für was anderes brauchen können. Also ganz umsonst ist es dann tatsächlich nicht. Also wir haben hier tatsächlich noch ein paar mehr Items, die wir einmal craften können. Haben wir jetzt ausgegeben. Jetzt sind wir hier bei 45.000 und bei dem Char waren wir ja bei 8.000. Ne? Und ich habe ja schon wirklich einiges an Leder und Zeug vorgefarmt. Also habe ja schon geguckt, dass wir die Kosten möglichst gering halten. Aber ihr seht, es würde sich tatsächlich lohnen, auch so Transmog zu verkaufen. Das Item hier auch wieder 64.000 wert. Oder zumindest AH-Preis. Ne? Ob das dann natürlich verkauft wird, ist nochmal eine ganz andere Sache. Da wird man wahrscheinlich dann ein halbes Jahr das reinstellen, bis es weg ist oder so ähnlich. Aber theoretisch hat das natürlich einen hohen Wert, weil nicht viele Leute die Rezepte haben, beziehungsweise das Zeug halt craften. Ne? Das sind ja viele von den seltenen Rezepten, die ich mir gekauft habe in der letzten Episode. Wisst ihr ja, die waren ja auch einigermaßen teuer, weil sie halt so extrem selten sind. Und viele Items, viele Rezepte, die ich habe, die sind noch von damals tatsächlich. Und die kannst du auch gar nicht mehr kriegen. Ne? Also das sind Items, die einfach nicht mehr, also zumindest die Rezepte sind nicht mehr im Spiel erhältlich. Und du kannst sie zwar noch bauen, wenn du das Rezept von damals hattest, und wenn du es nicht hast, dann kriegst du es halt nicht mehr, ne? Kannst dir halt das Transmog-Teil nur quasi über jemanden holen, der damals das Rezept geholt hat. Oh, die Schuhe sahen gar nicht so schlecht aus, ne? Also zumindest dieses obere, das rote, das untere verstört mich eher. Das sieht aus, ob der irgendwie barfuß ist, der Elf, aber, ne, egal. So, jetzt haben wir alles, oder? Perfekt. Gut, okay. Dann machen wir die Stiefel auch zu, das haben wir auch alles. Dann müssten wir wirklich alle Leder-Items einmal hergestellt haben. Und ich würde sagen, ich schaue jetzt schon mal so Interesse halber einfach, was diese Sachen alle wert sind und trage das mal in eine Liste ein. Wir machen jetzt einfach mal mit Tausenderwerten. Gut, das konntest du, glaube ich, nicht verkaufen. Obwohl, das ist hier, das der Hut ist nicht viel wert, ne? Also, wir machen. Hier 97.000, ne? Das ist natürlich eine krasse Hausnummer. 141.000. Holy moly.
Also ich gucke immer so ein bisschen die Antonidas-Preise. Gut, da steht jetzt natürlich nicht viel dabei bei dem Item. Also sehe ich jetzt tatsächlich nur diesen Gewinn, Herstellkosten. Naja gut, okay, das kannst du wahrscheinlich nicht verkaufen. Dann tun wir einfach mal dann einfach nur die Herstellkosten hier rein, dass wir mal so ein bisschen einen Ansatz haben, was wir hätten machen können, quasi. Haben wir hier, wo waren wir? Hier waren wir. Dann haben wir hier noch 18, 64, nochmal 64. Ja, krass. Dann 29. Also das sind jetzt halt, ne? Ich nehme jetzt nicht die genauen Beträge. Das geht ja jetzt einfach nur, um so mal ein bisschen einen groben Überblick zu haben. So, dann machen wir hier Summe. Ich zeig's euch gleich, sobald ich einmal das eingetippt habe, macht das nebenbei auf so einer mehr oder minder gut geführten Excel-Tabelle. So, Dollar. Ach so, ich muss auch Summe richtig schreiben mit E, sonst will das nicht. Okay, das alleine, wenn ich das jetzt verkaufen würde, wäre ein Wert von 521.000 Gold. Ich habe es natürlich jetzt alles gelernt, einfach weil ich dementsprechend die Transmogs haben will. Gut, damit wären wir jetzt schon mal fast halb durch. Jetzt haben wir uns alle Items hier geholt aus, ja, aus dem Lederverarbeitungsberuf. Jetzt können wir bei Schmied noch reinschauen. Da brauche ich tatsächlich noch ein bisschen mehr und hier wird es tatsächlich dann auch noch mal ein gutes Stück teurer. Und zwar ziehen wir das jetzt mal hier runter. Hier können wir auch wieder durchgucken, wo wir jetzt gerade stehen. Und zwar sind wir hier einmal bei Kultiras. Rüstung ist Platte, das können wir alles zumachen. Waffen seht ihr, haben wir alle, die können wir auch zumachen. Restliches Zeug ist kein Transmog. Verehrte Küste, haben wir hier auch Reagenzien. Rüstung geht nicht. Waffen haben wir keine, weil es Artefaktwaffen gibt. Deswegen zu das Add-on. Wards of Draenor können wir hier Rüstung. Ihr seht ihr, das ist auch wieder. Platte ist irrelevant. Die Waffen habe ich schon alle hergestellt. Kann man zumachen. Dann MOP. Da wird die erste dabei sein, die wir brauchen. Hier können wir die ganzen Rüstungsteile wieder zumachen. Ist ja alles Plattengear. Interessant wären jetzt hier die Waffen. Und ihr seht, eine ist noch offen. Und diese Waffe ist quasi eine, die nur Donnerstahlbahn braucht. Und alle anderen habe ich jetzt schon, da braucht man immer erst 5, dann kann man das nächstbeste bauen, dann braucht man wieder 10 Donnerstahlbahnen, dann kann man die zweitbeste Variante bauen und die letzte kostet dann 15. Und man braucht halt immer die Vorvariante, ne? Und ihr seht, die Preise von den Items sind schon relativ krass. Und hier unten bei dem Vorschaubild seht ihr, die Waffen sehen ziemlich cool aus. Also diese wiedergeborenen Waffen, da gibt es ziemlich coole. Gut, das ist jetzt eher nicht so eine coole. Warte mal, jetzt geben wir hier mal wiedergeboren ein. Und wenn ihr da guckt, die große Version sieht immer ein bisschen cooler aus. Also die kleine sieht immer nicht so geil aus. Das muss ich bloß gucken. Wo die großen sind? Nee, das sind immer die epischen. Das sind die großen. Hier, das ist, glaube ich, das größte Schwert. Ne? Das ist so ein Riesenschwert in der Hand. Oder hier, das Ding sieht auch nicht so verkehrt aus. Also da gibt es einiges, was ganz cool aussieht tatsächlich. Und vor allem auch hier dieser Streitkolben, ne? Mit diesem großen Drachen drauf. Diese Waffen gab es früher auch schon mal. Die haben sie in MOP quasi neu aufgelegt. Ja? Und, oder hier das Schwert. Das ist, glaube ich, die letzte Version von dem Schwert. Und damit kann man auch relativ viel Kohle machen, weil die gut aussehen. Und man einige Wochen immer jeden Tag diesen Donnerstahlbarren herstellen muss. Also den kann man auch hier wieder bei. Ist das, hier irgendwo, genau, einmal am Tag kannst du den herstellen und ich mache das jetzt noch 9 Mal und dann kann ich dementsprechend die Waffe bauen. Genau, also die werden wir heute leider nicht fertig kriegen, so wie bei Lederverarbeitung. Da bin ich jetzt bei dem letzten Item und ja, mal gucken. Ich denke mal, Ende nächster Woche müsste ich es, übernächste Woche, so rum müsste ich es dann haben. Aber wir wollen jetzt erstmal die Items noch angucken, die wir auch herstellen können, die keinen Daily Cooldown voraussetzen. Jetzt schauen wir hier rein. Das erste ist Cataclysm und da seht ihr schon, da sind einige Items dabei und hier liegt das Gold. Da kostet ein Barren 2000 Gold. Hier haben wir 200 Gold und da brauche ich sehr, sehr viele, wie ihr hier seht. Also da sind noch einige Items offen. Das wird eine teure Angelegenheit. Das können wir zumachen. Dann Nordend. Rüstung können wir auch zumachen. Schilde können wir auch zumachen. Hier geht es dann weiter. Da sind dann auch nochmal ein paar Waffen. 1, 2, 3, 4, 5. Titanstahlbarren. 2000 Gold. Saronit ist jetzt relativ günstig, aber das wird teuer. Dann hier unten Scherbenwelt wird nochmal richtig teuer. Hier sind auch wieder Waffen. Corium. Ja, 16 Barren. Fast 2000 Golden Barren. 10 Barren. 10, 10.
Und hier brauchen wir auch Urmacht. Ihr habt ja vorher gesehen, das wird auch eine teure Angelegenheit. Diese Bahnen kosten auch 850, brauchen wir auch einen Haufen. Also ihr seht schon, hier wird richtig das Gold draufgehen im Burning Crusade. Und dann Schmiedepläne Classic. Können wir auch nochmal reinschauen. Helm brauchen wir nicht. Das sind die ganzen Plattensachen, die können wir alle zumachen. Aber hier unten bei den Waffen, da ist dann auch noch das ein oder andere dabei. Wo wir die Dunkeleisenbarren, die ich selber gefarmt habe im Molten Core, will ich mal dazu. Ich habe sogar das Rezept mir gelernt. Die Arkanitbarren habe ich mir überlegt, ob ich es mache, aber da werde ich mir was zusammenbasteln. Das kann ich ja auch umtransmutieren mit meinem Alchichar, den wir jetzt drüben eingeloggt haben. Hier brauche ich noch viele andere Sachen. Und hier habe ich mir auch schon einiges vorgekauft. Mats, die immer selten im AH sind, habe ich schon mal vorbereitet. Zum Beispiel hier diese Wächtersteinkerne, die kosten meistens nicht so viel, obwohl hier sind jetzt für 400 Gold drin, aber die sind selten im AH und da habe ich mir schon ein paar Sachen besorgt, dass wir das machen können. Oder hier dieses Teufelssaurierleder war gar nicht drin, das habe ich mir im Goro bei den Teufelssaurieren gefarmt und diese Dunkelruhen waren auch nicht so viele im AH, beziehungsweise ziemlich teuer. Da zahlen wir auch schon wieder 17.000 Gold für diese 20 Runen, die habe ich mir dann auch selber gefarmt. Es war ganz lustig, mal auch ein bisschen was anderes zu machen. So, ich würde jetzt sagen, wir gucken jetzt mal, was wir da noch an Gold reinlatzen. Das kann ich nämlich dann teilweise auch mit dem Char hier umtransmutieren. Und ich bin jetzt gerade überlegen, fangen wir vielleicht von oben an, oder? Dass wir da mal gucken. Und zwar würde ich mal hier schauen. Ich glaube, Echtgold konnte ich, meine ich, auch, oder? Das hat auch, glaube ich, der. Konnte ich, glaube ich, auch umtransmutieren. Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, ob der das auch kannte. Und zwar müsste es ja von Cataclysm sein. Transmutieren, echt Gold, genau. Und hier braucht man diesen Stein der Weisen, den habe ich mir geholt. Im AH kostet dieses Zeugel, glaube ich, knappe 2k Gold. Ja, knappe 2k Gold. Jetzt schauen wir mal, was wir hier für die Mats in etwa brauchen. Hier wären es 500. Hier wären es 600 und hier wären es 400. Also sind wir bei 1,5 in etwa und hier sind wir dann 1,6, so ganz grob. Also wären wir zumindest einen Ticken günstiger als diese Barren, wenn ich mir das umtransmutieren würde. Und theoretisch kann es noch procken, ne? Also wenn ich Glück habe, prockt. Wir haben jetzt hier, brauchen wir 6, 12, dann 18, 24, 32, 40, 46, 54, 62 von diesen Barren, also doch eine ganze Menge. 62 hatte ich gesagt, ne? Ja, 62 waren es. Ich glaube, ich habe mich zwischendrin übelst verrechnet, aber egal. Also 62 Stück brauchen wir. Heißt, ich würde von diesen ganzen Materialien 600 20 brauchen. Wahrscheinlich weniger, wahrscheinlich kriege ich ein paar Procs, aber da wisst ihr halt schon mal, dass da einiges an Gold draufgehen wird. Jetzt muss ich mal grob gucken, ist überhaupt genug drin? Was haben wir gesagt? 62, ne? 62, gut, das müsste reichen. 62. Für die Dings brauche ich 186. Ich würde jetzt mal darauf spekulieren, dass ich ein paar Procs bekomme. Oder ich hoffe zumindest darauf, dass ich ein paar Procs gekriegt. Ich weiß auch gar nicht, ob es auch ein Multiproc gibt. Hier gibt es 644. Okay. Das wird sogar ziemlich genau reichen. Ist natürlich jetzt immer die Frage, wie teuer werden die dann hinten raus, ne? Ob sich das dann noch lohnt. Aber okay, die sind alle im selben Preissegment. Schauen wir uns da an, weil nicht, dass es, okay, das ist auch alles im selben Preissegment. Das ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt schauen wir mal bei der Luft an. Okay, aber da haben wir auch 800, also das passt. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir kaufen 55 oder 50. Wie viel Procs schätze ich, dass ich krieg? Oder wir können ja erstmal 50 kaufen. Machen wir es so. Gehen wir mal vorsichtig ran. Machen wir mal 50 von allem. Also 500 heißt 500 hiervon 19.000 Gold. Okay. Hauen wir jetzt einfach mal raus. Also irgendwer wird sich jetzt richtig freuen. Und jetzt wisst ihr auch schon. Ich habe mir überlegt, ob ich dieses Video im Stream aufnehmen werde. Würde sich ja anbieten, weil es relativ lang ist und so, ne? So nebenbei. Hier nochmal 25.000. Aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich alte Mats während dem Stream im AH kaufe. Es gibt immer so findige Leute, die dann meinen, aha, der Täler kauft das Zeug gerade, ich kaufe das raus und stelle es einfach teurer rein. Ich weiß ja, was er jetzt gleich kaufen wird. Und dann verdiene ich richtig. Ich habe da
ne, mit einem Twink habe ich sowas, habe ich da mal so ein bisschen was gemacht. Ich habe so drauf gezahlt, deswegen mache ich das nicht mehr, ja. Ich bin ja lernfähig mittlerweile. Ganz schlechte Idee, sowas im Stream zu machen. Es gibt immer Leute, die an einem verdienen wollen und deswegen mache ich das nicht mehr, ja. So, jetzt kaufen wir hier noch diese Pyrium-Barren und die kosten ja nicht viel. Was haben wir gesagt? 50, also brauchen wir 150, auch nochmal 13.000. Und jetzt wisst ihr, warum ich hier sage, da wird einiges in Gold draufgehen. Das sind jetzt schon mal 96.000 Gold haben wir hier rausgehauen. Zumindest kann ich die schnell herstellen. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir einen Proc kriegen. Kein Proc. Kein Proc. Kein Proc. Ich hasse mein Leben. Kein Proc. Ich kann das ja nebenbei herstellen. Das sind jetzt 50 Dinger und dann schauen wir nachher, wie viel wir haben. Und dabei schaue ich jetzt hier schon mal, wie viel ich von dem anderen Erz brauche. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir das irgendwie selber farme und crafte, aber da habe ich mich umentschieden. Hier brauchen wir 4, 8, 13, 17, 21, 24, 29, nada, 30. 30 Stück. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verguckt. Schau, diese Dinger habe ich mir schon geholt, diese Steine, weil die sind tatsächlich nicht immer Maha. Und das ist dann teilweise echt ein bisschen ätzend, wenn du dir die holen willst und dann nichts da ist. Fuck, ist da nicht genug Erz drin? Ah, warum ist da jetzt nicht genug Erz drin? Was habe ich gesagt? 30 brauche ich. 19 kann ich mir kaufen. Okay, da muss ich nachher nochmal gucken, wo ich das Erz herkriege. Das wird vielleicht noch ein bisschen ätzender. Weil das kann ich, glaube ich, nicht umcraften. Na, mal gucken. Okay, da habe ich jetzt tatsächlich vorher nicht geschaut. Gut, jetzt müssen wir noch gucken, was ich sonst so brauche. Hier brauche ich noch dieses Leder. Primitives Leder, 200 irgendwas. Ich weiß nicht, ob das okay ist, aber ich glaube, das. Ja, gut, scheiß drauf. Wir kaufen jetzt einfach hier das 6 Leder, bevor ich da wieder rummache. Dann hier, die weiß ich, dass sie teuer sind. Da waren, ja, 1000 Gold. Ich habe versucht, mir die über Sondieren so zu holen, dass ich 1000 Gold vermeiden kann. Ich habe für 700-800 Gold Erze klein gemacht. Vergiss es, es ist keiner von denen rausgekommen. Es ist günstiger für mich, wenn ich die kaufe, als wenn ich da selber sondiere. Ist halt echt so, leider, ne? Also die sind wirklich arschig teuer. Und das hat einen Grund, weil du halt einfach die recht schlecht rauskriegst aus den Erzen. Und die Erze halt auch sehr teuer im AH sind. Hier brauchen wir noch 30. Was haben wir jetzt? Hier haben wir 52k ausgegeben, beim anderen waren es etwa 100. Und das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, weil meine Procs anscheinend nicht so gut kommen. Okay, das nehmen wir noch raus. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir gekriegt? Oh, wir haben 10 Procs gekriegt. Gar nicht so schlecht. Ich muss jetzt auch mal gucken, ob es auch mehr als ein Zweier-Proc gibt. Nee, gibt's nicht. Okay, aber 10 Procs auf 50 Dinger? Also jeder fünfte, ne? Geht eigentlich. Also es geht voll klar. Ich hätte jetzt tatsächlich mit weniger gerechnet. Wenn ihr jetzt überlegt, ne? Ich habe jetzt ausgegeben 86.000. Und was hatte ich gerechnet? 2K, also, und habe jetzt 60 Bahnen gekriegt. Eigentlich hätte ich 120.000, da habe ich mir 20k schon mal gespart. Ja, klar, es ist immer noch ein Haufen Gold. Warte mal, warum sind keine Barren mehr drin? Moment. Hat jetzt einer die Barren rausgekauft, oder? Ach, fick dich doch. Okay, also die restlichen zwei müssen wir halt leider kaufen. Das hilft halt leider alles nichts. Ah, warte mal, habe ich sogar noch welche im AH? Ah, einen habe ich sogar noch im AH. Weil ich schon mal hier ausprobiert habe, ne, ob es ein Daily Cooldown ist. Und das habe ich sogar auch noch im AH. Das können wir auch noch mal rausnehmen. Da habe ich nämlich schon mal ein bisschen im Vorfeld ausprobiert. Gut, da muss ich mir nur einen kaufen, ne? Perfekt. Einen für 2000 Gold. Dann haben wir jetzt hier knappe 100k ausgegeben. So, das können wir schon mal rüberschicken. An den Teler 62 hatten wir gesagt. Knappe 100. Ja. Und dann können wir mal ein bisschen was zum Craften anfangen. Und dann muss ich halt auch noch mal gucken. Warte mal, die Items kann ich ja schon mal hier runterschieben. Die Leder-Items. Die haben wir ja schon zusammengerechnet. Das waren ja über 500.000 Gold tatsächlich. Was war da rausge also was theoretisch man hätte machen können, wenn man sie denn im AH, ins AH gestellt hätte und sie dann auch noch verkauft werden würden. Also, ne, sehr viel Konjunktiv drin, aber um da einfach mal so ein bisschen eine Dimension für zu bekommen. So, jetzt muss man natürlich wieder alles zumachen. Das ist immer ein bisschen ätzend, dass das dann alles wieder komplett geclosed ist, wenn man einmal den Beruf zugemacht hatte. Und jetzt schauen wir einfach, stellen wir einfach ein bisschen was her. Fangen wir einfach oben an. Ich habe blöderweise jetzt nicht genug von diesem gehärteten irgendwas Zeug, ne?
Was ein wenig blöd ist. Alter, das Ding ist halt 100k, ne? 100 fucking K. Unglaublich. Minimaler Sofortkaufpreis. Das ist sogar der Preis, für den es verkauft wurde, ne? Das ist sogar der fucking Verkaufspreis. Warum ist der Verkaufspreis höher als der Marktwert bzw. der regionale Marktwert? Muss ich nicht verstehen. Eigentlich ist der Verkaufspreis immer niedriger. 165.000. Ja, da wisst ihr, was los ist. Da werdet ihr ja wahrscheinlich ewig warten, bis es weggeht. Aber wenn es weggeht, ist es ordentlich was. Ne, klar, die Mats hier, die kosten halt auch zusammen wahrscheinlich so 10, 15, 20k, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn du halt 100k damit machst, dann ist das halt eine gute Gewinnspanne. So, jetzt geht mir blöderweise dann hier das Erz aus. Eigentlich das eher günstigere von dem, auch wieder 50k. Also hier liegt tatsächlich auch relativ viel Gold rum. Also da könnte man theoretisch in den Markt einsteigen. Gut, hier muss ich mal gucken. Ob ich das Erz noch irgendwo herkrieg. Das müsste ja Elementium-Barren sein und dann muss man die einfach hochcraften. Da kann ich dann nachher noch gucken, ob wir das noch zusammenkriegen. Also das kann ich auf jeden Fall noch bauen, weil man nur eins braucht. Hier, da braucht man auch nichts anderes für. Aber mir fehlen hier 5, 6, 7, 8, 12 bzw. 11 Bahnen, weil einen habe ich ja schon, ne? Ja, da müssen wir dann gucken. Hier auch 88.000. Was haben wir hier? 108.000. Das sind enorme Preise. Und das auf einem Server wie Antonidas, wo eigentlich relativ viel Konkurrenz herrscht. Ich denke mal, da werden auch noch ein paar andere die Rezepte haben. Gut, okay. Die müssen wir nachher mal schauen. Ich habe auch einen Bergbauchar. Vielleicht können wir da eventuell was machen, wenn es gut läuft. Jetzt schauen wir erstmal nach Nordind weiter. Und zwar haben wir hier Saronit und Titanstahlbarren. Und da können wir auch mal so ein bisschen was aufschreiben, beziehungsweise ich muss jetzt dann gleich umloggen auf meinen Schmiedechar und wir werden uns jetzt gleich mal aufschreiben, was wir hier brauchen, beziehungsweise die Kugeln können wir schon mal kaufen. Was wir da dann noch rauskriegen, einmal hier die gefrorene Kugel. Wie viel brauchen wir denn da? 2, 4, 6, 8, 10 dann, ne? 4 habe ich schon, 6 Stück brauchen wir noch. Die werden wir uns jetzt einmal holen. Und ja, dann brauchen wir wie viele Bahnen? 6, 12, 18. Ach, hier brauchen wir noch einen Staub. 24 und 32 brauchen wir. 32 Titanstahlbarren. Den Staub kann ich mir gleich nochmal kaufen. Okay. Hier ist kein Staub im AH. Gut, kleine Hindernisse. Da muss ich mal gucken, wo wir den Staub genau herkriegen. Vielleicht kann ich ein paar Sachen entzaubern. Wird hier doch ein bisschen komplizierter, ihr merkt es schon. Also den Staub müssen wir nachher noch irgendwo herkriegen. Vielleicht finden wir so ein paar Low-Sachen im Auktionshaus oder können irgendwas herstellen, was ich dissen kann. Das dürfte jetzt eigentlich nicht das Problem werden. 32 von den Barren, warte, das muss ich mir jetzt gleich mal in meine Tabelle noch mit rein schreiben. Titanstahlbarren 32 brauchen wir. Von dem Zeug müsste ich eigentlich genug haben. Ihr seht, Aluna hat 109. Was sind das? 8? Ja, das, ich hab genug Bahn. Ich habe im Schulasar-Becken bin ich ein bisschen rumgeflogen, habe die Bahn gefarmt. Das ist eigentlich nicht der Stress. Okay. Weil wir werden jetzt dann gleich noch auf auf meinen Bergbauchar umloggen. Achso, hier brauchen wir Urmacht noch. Beziehungsweise das Zeug, das können wir dann auch gleich nochmal mitgucken. Und zwar Urneta 2, 6, 8, 10, 12. Hatte ich das jetzt schon mitgerechnet? Ich glaube nicht. Ich glaube 14 sind es dann, oder? Wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Ich bin guter Dinge, dass ich mich nicht verrechnet habe. So. Das. Hallo, ich will das da rein basteln. Achso, ich habe den Chat wieder offen, das will er immer nicht. Dann postet das nicht da oben rein, sondern in den Chat. So, also wir hatten gesagt, 12 Stücken wollen wir uns hier noch kaufen. Und dann können wir hier aber auch noch mal ein bisschen was umtransmutieren. Deswegen brauchen wir auch den anderen Char nochmal. Und zwar schauen wir mal, wie viel Urmacht wir brauchen. 6 und noch 8 dazu sind 14. 22. 30, 38, 46 müssten es sein. 46 Uhr Macht brauchen wir. Dafür haben wir ja hier den schicken Char. Uhr Macht kann der nämlich auch ganz easy umwandeln.
Und zwar müsste das halt, das war Nordend, ne? Macht, wo haben wir es denn? Ah ne, das war nicht, warte mal, das war nicht, das war im Urmacht war Scherbenwelt. Jetzt komme ich schon ganz durcheinander hier. Und vielleicht sollte ich auch bei Alchemie gucken und nicht bei Entschiften konnte. Ja, gut. Okay, dann haben wir vielleicht auch eine Chance, es zu finden. Elixiere brauchen wir nicht. Halt, wo sind wir? Tränke. Ah, hier haben wir es. Okay. 46 haben wir gesagt, ne? Brauche ich. Da rechnen wir auch mal mit einem Proc. Ich sag mal, wir kriegen vielleicht 6 Procs raus. Dann kaufen wir jetzt einfach mal 40 von jedem. Wird wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht ganz günstig. Ja, ich denke mal, mit 40 müsste ich gut hinkommen. Wenn ich mehr rauskriege, dann kann ich ja immer noch hergehen und sagen, hey, komm, egal. Ich hau jetzt halt einfach mal noch ein bisschen was. Aha, das werde ich sicher auch so irgendwie verkaufen können. Halt, so viel wollen wir dann doch. Ach so, ich wollte 40 kaufen. Wie viel haben wir jetzt gekauft? Habe ich jetzt nur 10 gekauft, oder? 40 wollte ich. Vielleicht müssen wir dann noch ein bisschen eine Schippe drauflegen gleich. Boah, also ich bin mir da relativ unsicher, wie viel Gold wir am Ende raushauen. Ich habe eigentlich mit einer über einer halben Million gerechnet tatsächlich. Aber da ich mir jetzt einiges selber gefarmt habe, auch hier tatsächlich vieles umcraften kann, was mir einiges an Gold spart, schätze ich, dass es weniger als eine halbe Million ist. Ihr müsst rechnen, 300.000 habe ich ja eh schon. Die habe ich jetzt bei der halben Million noch gar nicht berücksichtigt. Einfach das, was ich jetzt hier nur. Ah, okay, da gibt es gar nicht genug. Da müssen wir hoffen, dass wir Procs kriegen. Da müssen wir hoffen, dass wir Procs kriegen. Es sind nur 35 drin gewesen. Also ich habe jetzt den kompletten Markt aufgekauft. Heißt, ja, wenn da der ein oder andere da ist, der das Zeug jetzt farmen will, der kann die Preise quasi vorgeben. Zumindest auf Antonidas. Oh, ich habe gleich einen Zweier-Proc gekriegt. Perfekt. Also das ist schon mal sehr gut an der Stelle. Was ich dann hier mit dem auch noch machen kann, ist ja, so ein bisschen. So ein bisschen auch. Oh, ich habe was entdeckt, sehe ich gerade. Wieder ein neues Rezept in Fläschchen. Das brauche ich natürlich nicht. Ich kann dann quasi auch noch ein Erz umcraften. Und zwar diese Arkanitbarren. Die müsste ja auch der hier craften können. Oh, ich habe einen Dreier-Proc sogar gekriegt. Also es geht, dass du mehr als einen Einser-Proc bekommst. Ne? Das wusste ich tatsächlich nicht. Aber die Procs halten sich in Grenzen. Doch, da kommt wieder einer, muss nur ein bisschen motzen. 30 Stück habe ich schon. Dafür, dass wir nur 35 craften können, nochmal ein Zweier-Proc. Was brauche ich? 42, ne? Vielleicht, wenn wir jetzt noch ein paar Procs kriegen, dann reicht sogar, ohne dass ich mir die Dinger kaufen muss. Komm, nochmal ein Zweier-Proc. Ja. Reicht das jetzt genau aus? Easy, 42. Hätte ich mir die anderen gar nicht mehr kaufen sollen. Habe am besten mit dem Ur-Mana anfangen sollen. Nur 35 bauen, 42 rausgekriegt. Perfekt. Oder hab ich mehr gebraucht? Ne, ich habe 48, glaube ich, gebraucht. Ich muss mir doch noch welche kaufen. Ich rede schon wieder Schmarrn hier. So, okay. Dann gucken wir jetzt einmal zum Postkasten. Schauen wir mal, was wir da noch bauen können. 42. Da müssen wir blöderweise wieder hier zum Schmied gehen. Nordend. Was hatten wir jetzt hier noch offen? Genau, die Sachen, die konnten wir ja. Da müssen wir nachher umloggen. Deswegen haben wir erstmal hier das gemacht. Wo haben wir es? Da unten. Also, genau, jetzt haben wir hier die Uhrmacht. Und da muss ich mir aber noch was kaufen, weil wir gesagt haben, wir brauchen, ich glaube, 48, 6, 14, 22, 30, 38. Okay, habe ich mich verzählt vorher? Oder jetzt? 46. Okay, ja gut, dann fehlen mir gar nicht so viele. 4 Stück fehlen mir dann nur, das geht eigentlich tatsächlich. Gut, und die anderen Sachen, die muss ich dann mit meinem Schmiedechar machen. Da wollen wir uns nämlich wieder ein bisschen was sparen. 16, 26 Corium, 36 Corium, 46, 56, 66 Corium-Barren brauche ich und das wird richtig teuer. 7 habe ich schon. Also brauche ich, was habe ich gesagt? 56, also
brauche ich 49. Okay. Gut, und dann schauen wir jetzt noch 10, 20, 30. Da brauchen wir nichts von. Gut, die kann ich mir notfalls kaufen. Da haben wir nichts. 3. 30 hatten wir. 10 habe ich schon. 32 brauche ich dann. Und das andere Zeug, das ist, glaube ich, nicht so teuer. Das kaufe ich mir. Das brauche ich nicht umcraften. Das ist dann nicht so der Stress. Bloß wenn ich jetzt einmal umlogge, will ich mir dann gleich alles holen. Okay. Und dann schauen wir jetzt noch Classic rein. Das ist das Letzte. Und dann werden wir nämlich auf meinen Schmiedechar gehen und da dann nochmal ein bisschen was basteln. Kleiderstiefel, Waffen. Und hier wird es dann nämlich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen teurer. Ah ne, warte mal, da muss ich gar nicht auf den Schmiedechar. Arkanitbahn, die kann ich ja, glaube ich, so holen. So, hier kaufen wir jetzt dann. Ach, ich habe schon wieder den Chat offen. Will er nicht. Erstmal die Lavakerne. Aber die kosten nicht viel. Also da habe ich auch schon ein paar. Hier brauchen wir auch tatsächlich nur 5 und 4. Also brauche ich insgesamt noch 6 Stück. Die können wir uns gleich schon mal holen. Dann die Feuerkerne können wir als nächstes gucken. Da brauchen wir noch 2 und hier auch noch 2. Also insgesamt 4 Feuerkerne. Wahrscheinlich lese ich in den Kommentaren wieder, wie oft ich mich verzählt habe oder irgendwas zu viel oder zu wenig gekauft habe. Aber das werden wir dann nachher gleich sehen. Es ist oft vorgekommen. Ja, aber es sind auch viele Zahlen, ne? Also ich, ne? Schont mich bitte in den Kommentaren. So, okay. Dann brauchen wir hier diese Diamanten. Jetzt schauen wir mal, wie viel da. Okay, nur 4 Stück. Das geht. Die sind hoffentlich nicht teuer. Ja, easy. Das sind halt alles keine großen Beträge, ne? Also diese Diamanten sind tatsächlich günstig. Da machst du nichts falsch mit, wenn du die kaufst. Da brauchen wir jetzt nur noch die Arkanitbahn. Hier brauchen wir noch das Zeug. 10 Stück. Das ist auch nicht teuer. Nee, nee, nee. 10 wollte ich kaufen. Sowas könntest du eigentlich aufkaufen und alle für 10 Gold reinstellen oder 20 Gold. Die Leute würden es trotzdem kaufen. Da könntest du eigentlich Gewinn machen. Es wird lang dauern, bis es weggeht, aber da könntest du Gewinn machen. Ma würde ich sagen, bei so alten Mats. Es ist immer mal wieder, der jemand was herstellt, dann keinen Bock hat, wegen sowas loszutigern. Ah, hier das Zeug brauchen wir noch. Die anderen habe ich mir zum Glück gefarmt, weil das waren echt teuer. Hier brauchen wir noch 16. Dann haben wir es, ne? Und dann brauche ich jetzt bloß noch die Arkanitbarren. Und zwar viele. Das sind 15 plus 16 sind 31, 40, 46, 47, 48, 58. 58 Arkanitbarren brauche ich. Da habe ich tatsächlich noch keinen. Und das müsste der auch wieder können. Und zwar Classic transmutieren. Schauen wir mal, Fläschchen, Elixier. Moment, wo ist das? Tränke, Elixiere, Fläschchen, Gifte. Kann der das nicht? Möchte irgendwo Besonderes lernen? Warte mal, nicht gelernt. Transmutieren, ach fuck it. Wo kriege ich denn das her? Ah, das gibt's aus Tanaris. Aha! Warte mal hier. Aber die Kristalle kosten 500 Gold. Und das kostet, naja gut, okay, knapp, da kann ich halt auch wieder Procs kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt. Okay, Leute, wir müssen schnell nach Tanaris, weil ich das Rezept nicht habe. Ihr merkt schon, ich bin wieder bestens vorbereitet. Aber das Gute ist, wir haben ja Portale. Und über die Portale sind wir ja relativ zügig in Tanaris. Und ja, was hatte ich gesagt? 56, ne? Ich habe es dann wieder nicht aufgeschrieben. Es waren 56. Wahrscheinlich waren es weniger oder mehr. Und ich crafte dann zu viel und hau mein Gold raus. Jetzt müssen wir bloß noch finden, wo der Typ genau ist, wo der sich rumtreibt. Ich habe ehrlich gedacht, dass ich da nicht so lang brauche für das ganze Zeug, aber es sind natürlich zwischendrin sind ein paar Schwierigkeiten aufgetreten. Und dementsprechend geht es jetzt hier so ein bisschen länger. Aber ja, mit Hindernissen machen wir das. Also, wir haben auf jeden Fall hier in Classic das Transmutieren und zum Glück muss ich keine Ruffraktion haben, ne? Also Tanaris, ach so, der ist gar nicht unbedingt im Lager, ne? Wo ist denn der Typ? Alchemist, aber der wird ja hoffentlich im Lager sein, oder? Ich fliege jetzt einfach mal blauäugig in das Lager und mache Target Alchemist.
Und dann werden wir den hoffentlich gleich finden. Und wenn nicht, muss ich halt auf WoW Head eventuell dann nochmal gucken, wo der genau rumsteht. Also, der wird hoffentlich im Lager sein. Fuck, der ist nicht im Lager, ne? Ah, doch, der ist im Lager. Okay, da haben wir ihn. Der Dude, Totenkopf drauf. Dann sieht man immer Trick auch durch Gebäude durch, falls ihr so Mobs sucht. So. Der hat Rezepte für uns. Ah, warte mal. Die sind. Ah, okay. Also diese Rezepte, schau mal, die sind sogar nur begrenzt. Also sie hat er nicht immer tatsächlich. Manche von den Rezepten sind auch. Na gut, so viel sind sie nicht wert. Aber theoretisch kann man hier auch die Rezepte kaufen und so ins AH stellen für die Leute, die nicht wissen, wo der ist oder zu faul sind, hier hinzufliegen. Gut, hier auf dem Server sind sie nicht viel wert, ne? Aber auf manchen Servern kann man dann vielleicht ganz gut Gold machen, vor allem wenn man irgendwo neu anfängt, ist es vielleicht immer eine Möglichkeit. Okay, wo mount ich auf? Achso, ja, genau, ich muss nur die Mats kaufen, richtig. Sonst bringt das nichts. Okay, also jetzt müssten wir das Transmutieren haben. Erlernt Tränke, Elixiere. Transmutieren. Jetzt können wir sogar ein bisschen mehr noch transmutieren. Ne? Wir können mit Rill in echt Silber transmutieren. Oh, das macht sogar auch ein bisschen Gewinn. Wir können Eisen in Gold transmutieren. Ja gut, das wäre theoretisch auch ein bisschen Gewinn. Aber wir wollen ja jetzt hier Arkanitbahn haben. Und da schauen wir jetzt erstmal, was die Kristalle kosten. Ja gut, die sind nicht so günstig. Ne? Ich könnte mir mal 55 kaufen. Schau mal, was die Barren an sich kosten. Ja gut, die Barren an sich, aber da wären nur 23 drin und dann kostet es halt schon viel, ne? Also sind wir wahrscheinlich mit dem Umbasteln tatsächlich doch günstiger. Und ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt mal 45. Ja, also so viele Procs kriege ich nicht, oder? Ich mach mal 50. Ich mache mal 50. Auf 6 Procs werde ich ja wohl kommen. Und dann brauchen wir jetzt hier noch Thorium. Und Thorium ist scheiße günstig. Ja, siehst du hier. 50. Thorium ist so ein Witz, echt. Aber die meisten farmen halt Thorium wahrscheinlich. Es gibt hier keinen Postkasten. Bitte enttäusch mich nicht. Es muss mir ja einen Postkasten geben. Oder habe ich keine Postkastensuche drin? Doch. Okay. Die Goblins haben keinen. Also wahrscheinlich ist es ein Bug, der nicht angezeigt wird. Aber ich kann mir meinen eigenen Postkasten stellen, ne? Also so schlimm ist es nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgend so ein Alchemielabor oder irgendwas dafür brauche. Ich weiß, früher musstest du mal nach BWL rein in Classic, um irgendwas umzubasteln. Das hoffe ich jetzt tatsächlich nicht. Ja, mir fällt das gerade so ein bisschen ein. Nein, brauche ich nicht. Okay. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir hier Procs rausbekommen aus den Arkanitbarren. Also ich brauche 56 Stück. Wenn das durchläuft, schauen wir jetzt nochmal, was wir sonst so brauchen. Wir können schon mal aus dem Postkasten das Zeug rausholen. Haben uns ja wieder einiges gekauft. Wo liegen wir denn jetzt? 75, 57k, das ist eigentlich tatsächlich echt und nicht sonderlich viel, ne? Also, das ist nur ziemlich übersichtlich. Haben wir jetzt überall die Mats bis auf die Dingsbarren? Das sieht doch gut aus. Yep, zumindest in Classic scheint es zu laufen. Ja genau, also brauche ich nur noch die Barren. Wie viele Procs haben wir jetzt? Oh weia. Zwei Procs haben wir bis jetzt erst. Ich brauche halt Minimum sechs Procs. Nur da kam der dritte Proc. Okay, muss nur ein bisschen rumweinen. Also ich brauche jetzt nochmal drei Procs. Ich habe nur noch 18 Dinger. Ja Leute, ne, hier. Vielleicht so ein Proc. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich so viel besser gefahren bin. Okay, da ist der vierte Proc. Zwei brauche ich noch. Was, ja gut, na, die Kristalle waren halt ein bisschen über 500 Gold. Der fünfte, ich glaube. Scheiße. Einen hätte ich halt noch mehr gebraucht, ne? Ah, dammit. Aber da kann ich mir theoretisch jetzt den einen noch im AH kaufen. Oder ich kaufe das mit dem anderen im AH, das bleibt sich ja gleich. Jetzt müsste ich dann auch mit dem hier soweit fertig sein. Das schicken wir noch weg. Und dann kaufen wir hier noch einen von diesen Arkanitbahnen. Wahrscheinlich habe ich mich eh verzählt und ich brauche gar keinen mehr, aber. Oder ich brauche noch mehr. I don't know. Aber das waren jetzt nur 5 Procs, ne? Ich habe 50 Dinger hergestellt, jeder Zehnte hat geprockt. Und anscheinend gab's oder gibt es hier keine Multiprocs. Bei dem anderen Umtransmutieren habe ich ja auch mal einmal zumindest drei Dinger rausbekommen. Hier waren es jetzt nur Zweier-Procs, ne? Also nicht mehr tatsächlich. So, dann würde ich sagen, craften wir mal hier so einen Hammer.
Ich hab gesagt, wir wollen so einen Hammer craften. Schwarze Amboss. Ich hasse euch. Okay, ich muss nach Ding rein. Ah, oh, hier brauche ich noch Thorium, sehe ich gerade. Okay, also wir müssen nach na, in die Schwarzwälder Dings da Bums da fliegen. Hätte ich das mal vorher gewusst. Da müssen wir jetzt dann auch gleich noch hin. Aber habe ich. Warte mal, ich habe doch diesen Bohrer auf der Bank. Ich habe nämlich heute meine Bank ausgemistet, ne? Und hab mir überlegt, soll ich den wegschmeißen oder brauche ich den nochmal? Ich kann mich ja direkt dahin bohren. So gut. So gut. Aber jetzt stellen wir die anderen Sachen mal hierher. Nicht, dass ich dann das nochmal irgendwo brauche. Es ist dann tatsächlich gar. Weil ich glaube, der Bohrer ist ja genau drüber in der Ding, ne? In dieser komischen Schenke. Oh, na, halt mal gucken. Mal schauen. So, jetzt bauen wir erstmal den Hammer hier. Schauen wir mal. Wahrscheinlich brauche ich für das Ganze, ja. Brauche ich für die ganzen Sachen, wo ich Dunkeleisenerz brauche. Brauche ich wahrscheinlich diese Schmiede. Boah, das war auch 56.000 wert, theoretisch. So, ja, genau, da brauche ich auch die Schmiede. Hier. Ah, ne, der braucht hier auch die Barren, aber braucht nicht die Schmiede. Okay, komisch. Das ist sonderbar. Müssen wir gleich mal auf der Bank dann noch suchen, wo das Ding rumflackt. Dass wir das dann noch nehmen können. Gut, das haben wir auch. Dann haben wir hier den noch. Für die beiden müssten wir dann einmal lostigern. Und zwar, wo muss ich, ja gut, da werden wir jetzt den Bohrer bedienen. Also 8 Stück sind es hier und 6, ne, sind 14. Also da kommen wir ganz gut hin. Jetzt schauen wir mal, wo der Bohrer ist. Düsterbräu-Fernbedienung. Bohren wir uns da einmal rein. Zum Glück habe ich das Teil noch. Ich sag's euch, wenn ich da jetzt komplett hinfliegen. Ja, ich will zum grimmigen so. Wenn ich da jetzt komplett hinfliegen hätte müssen, würde ich das schon ein bisschen ätzend finden. Ach, der bringt euch nicht mehr. Ah, ich wollte gerade sagen, der hat doch da einen immer bis zu diesem grimmigen Säufer gebracht. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie das war, dass oben die Tür aufging. Ich glaube, du musst das hier nämlich. Ich weiß gar nicht, ob du hier die Dinger machen musst. Du musst auf jeden Fall einiges töten. Und dann kam irgendwann oben so ein Mob und dann ist da einmal, ne? Ist die Tür aufgegangen. Loote die mal, vielleicht droppen die auch irgendwas Tolles. Wahrscheinlich eher nein. Oben geht dann nämlich irgendwann die Tür auf. Wir killen jetzt einfach mal alles, was hier rumläuft. Ah ja, okay, die Tür ist offen. Perfekt. Dann können wir einmal hier zur Schmiede. So, die sterben jetzt alle. Hier runter muss ich nämlich tatsächlich. Und da ist die Schmiede, wo ich hin will. Und wir werden jetzt dann einmal Shadow melden, dass ich aus dem Combat rauskomme. Deswegen, Nachtelfe, ne, ist ja vom Aussehen nicht so geil, aber Shadow Melt ist natürlich eine geile Sache. So, jetzt waren wir relativ schnell hier. Perfekt. Jetzt können wir nämlich noch die zwei Sachen herstellen. Und dann sind wir mit Classic tatsächlich durch. So, das habe ich ja gedroppt bekommen, ne? Das müssen wir dann halt noch verkaufen. Dass wir hier nicht durcheinander kommen. Ah, das wird halt, ne? Hier sind halt so viele Sachen 100k wert. Aufwärts. Alter, 120.000, ne? Ist das irgendein Rezept, was nicht mehr gibt? Oder warum ist das so viel wert? Fuck, ich hab nicht genug von den Dingsbarren. Ach, warum habe ich nicht geguckt? Mir fehlen, es waren doch, ich habe mich doch verzählt. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Jetzt kaufe ich mit dem noch. Okay, das Ding ist noch da. Jetzt kaufe ich mit dem noch zwei Barren. Jetzt darf Lust das Teil nicht despawnen. Also. Wo sind sie? Hier, Arkanitbarren. Also, ich kaufe mit dem jetzt zwei Barren. Schick die dem anderen zu. Der hat ja auch noch diesen Posthanswursten. Und dann kriegen wir das hoffentlich hin. So, so machen wir das. So. Und mit dir stelle ich jetzt einmal. Wo haben wir den? Zum Glück haben wir hier auch die Stanzfläche. Ich sage euch, ne, wenn ich jetzt wieder zurück müsste, dann hätte ich nämlich den Bohrer auf Cooldown, komme ich wieder nicht hierher und dann dauert es halt ewig, bis ich hier wieder bin. Perfekt. Gut, dass ich das Ding habe. So, okay. Dann müssten wir damit Classic einmal abgehakt haben. Weil ich das gecraftet habe, was wieder 5 Jahre dauert. Bei den alten Sachen, ne? Musste mal richtig. Da war noch das Game Design noch, dass du richtig lang für so ein Teil brauchst.
Okay, dann gucken wir mal. Classic-Waffen sehen gut aus. Die habe ich jetzt alle. Also Classic ist durch und das ist auch eins der ätzenden Sachen, weil die halt ziemlich teuer sind. So, können wir Classic zumachen. Und jetzt brauchen wir diese ganzen Barren, ne? Da hatten wir ja geguckt, was wir brauchen. Die haben wir uns aufgeschrieben. Diese Barren brauchen wir. Dann das Titan brauchen wir noch. Und ja, hier oben war es ja dann noch. Ach ja, ach so, da waren ja hier nicht genug von denen drin, ne? Das könnte ich mir auch noch aufschreiben. Diese Barren, da brauchten wir ja auch noch ein paar. Hier, was haben wir gesagt? Drei Stück brauchen wir hier. Dann 3, 5 und 10. Also davon sind es 10 Stück insgesamt. Und ich würde sagen, jetzt porte ich mich hier nochmal raus, weil hier müsste ich, denke ich mal, nichts mehr brauchen tatsächlich. Dunkeleisenerz kann man nämlich tatsächlich nur hier verhütten. Und irgendwo da oben in dem anderen Teil, da kann man nur die Dunkeleisenbarren herstellen. Das ist ein bisschen verwirrend, denn ich bin mit meinem, ja, mit meinem Twink einmal da an diese Schmiede gelaufen, wollte die Barren herstellen, das ging nicht, da muss man nochmal wo ganz anders hin. So, jetzt schreiben wir uns mal auf, was wir hier ausgegeben haben. Wir haben da ausgegeben 58.000, Gold haben wir ausgegeben und ein paar zerquetschte, aber das ist jetzt egal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auf meinen Bergbauchar Gold schicken, sonst kann er die Sachen nicht holen. Und zwar, welcher ist mein Bergbauchar? Das können wir hier bei All the Things einmal nachschauen. Und zwar, ich weiß es tatsächlich immer nicht auswendig, welcher Char was ist. Hier, der hat Bergbau, das ist der Aluna. Der hat Bergbau geskillt und der kann mir eventuell dann die Barren bauen. So, und dem Aluna, dem schicken wir jetzt mal eine halbe Million Gold. Den Rest schicken wir halt wieder zurück, ne? Was war Aluna hier? Der kriegt jetzt mal eine halbe Million. Also, das ist jetzt einfach mal hoch angesetzt. Ich denke mal, es wird keine halbe Million kosten. Haben wir einen richtigen Char? Ja, gut, Gold ist schon raus, egal. Umgelockt. Jetzt können wir auch mal gucken, was der hier, den würde ich jetzt glaube ich nicht mehr brauchen. 186.000 hat der tatsächlich. 186. Also wir haben schon alleine heute 244.000 bis jetzt ausgegeben und ich denke mal, hier mit dem Umcraften, da wird tatsächlich noch ein bisschen was dazugekommen. Also auf 300k, denke ich mal, kommen wir sicher mit dem Ganzen. Und wenn ich jetzt überlege, was ich da an Leder und andere Sachen gefarmt habe, da habe ich ja schon einiges jetzt an Vorarbeit geleistet und vor allem auch schon ganz gut Gold darin versenkt, dass ich jetzt die Berufe so weit hinbastel, dass ich de dementsprechend umtransmutieren kann. Auch mit dem hier jetzt gleich Sachen umcraften, das war tatsächlich auch ein Gold, beziehungsweise auch ein enormer Time Invest. Ich glaube, ich bin gestern den kompletten Abend, wenn dann in der Scherbenwelt oder hier in Dings rumgeflogen und habe Bergbau hochgeskillt, beziehungsweise mir auch Sachen gefarmt. Ihr seht ja, er hat hier auch noch einiges Flacken, was ich nicht rübergeschickt habe. Hier sind auch einige Pflanzen, die ich nebenbei abgebaut habe, aber die sind halt absolut nichts wert, ne? Also diese Pflanzen, da brauchen wir uns nicht quasi desillusionieren. Die sind halt nichts wert. Also da kriegst du leider nichts mehr für. Die Erze ja, aber die Dings leider nicht. So, was müssen wir jetzt craften? Wir brauchen jetzt einmal in Wortel, fangen wir damit mal an. Also Saronit müsste ich ja rumflacken haben, oder? Saronit brauchen wir nämlich auch noch. Ja, genau. Ich habe auch schon zwei Titanstahlbarren gecraftet. Perfekt. Und ich brauche 32 Titanstahlbarren. Und dafür brauchen wir hier diese Ionensachen. Die werde ich mir mal kaufen. Ich weiß gar nicht, nee, da können hier keine Multiprocs rauskommen, ne? Also das geht nicht. Jetzt gucken wir mal, was Titan kostet. Ein Titan kostet 99. Oh, fuck, ist da nur 20 drin? 200 Gold, okay. Ich hoffe, dass da genug Zeug da. Okay, hier ist genug da. Titanstahlbahn, was kostet ein Titan? Okay, aber die kosten 220. Und hier der Bann, also gut. 200 wäre es, wenn ich hier die günstigen kaufen würde. Die 6 Stück hier 100. Und das kostet schon. Ja, gut, komm. Fuck off, ich kaufe mir gleich die Barren. Also, das ist nicht viel um. Da könnte ich 6 günstige craften. Und dann wäre halt schon wieder Feierabend, ne? Ich brauche 30 Stück. 3x3 ist 90 quasi, brauche ich dann hier. 90 Stück. Ihr habt nicht genug Gold. Habe ich. Also, ich muss. ich muss auch das Gold rausholen. In Legion war hier ein Postkasten, da bin ich mir ziemlich sicher, da habe ich mir mein Zeug rausgeholt. Oder war das hier hinten?
Ah, vielleicht, wahrscheinlich was da hinten. Wahrscheinlich sind die Legion in den gleichen Stellen, die Postkästen. Okay, ich muss nämlich hier gleich dann umwandeln, das Zeug. Und ich weiß, in der Zeit, wo ich das gemacht hätte, wenn ich das im Stream gemacht hätte, hätte mir einer das Titan rausgesniped und fürs Doppelte reingestellt und ich hätte in die Röhre geguckt. Da wette ich mit euch, was das jemand gemacht hätte. Okay, und dann brauchen wir jetzt hier. Okay, gut, zum Glück ist da genug drin. Also 30 müssen wir herstellen, 25. Dann brauche ich hier 26. Nein, warum sind dann da nur 8 im Maha? Fuck it. Okay, da müssen wir dann halt irgendwie gucken, wie wir da noch rankommen. Und Feuer, da sind 200 drin. Da brauche ich ganze 30. Vielleicht haben wir dann noch die kleinen, oder gab es da auch kleine Äonen? Ach genau, da gab es die kleinen Kristalle. Jetzt schauen wir mal, ob die Kristalle drin sind. Das sind nur die. Ah, da gab es da. Warte, wie heißen denn die? Ach, kristallierte Schatten. Das werden wahrscheinlich auch nicht genug drin sein, oder? Okay, das muss ich vielleicht ein bisschen genauer. Schatten. Wo haben wir es denn? Ja, gut, okay. Schattenpartikel. Na gut, geben wir es komplett ein. Das führt sonst zu nichts. Also, wie heißen die denn genau? Kristallisierten. Okay, also wenn habe ich mich vertippst oder da ist nichts drin. Okay, da ist nichts drin. Also das Schattenzeug werden wir schon mal nicht mehr rankriegen. Schade. Also können wir da nicht alle craften. Da muss ich vielleicht doch die Barren kaufen, wenn es blöd läuft, weil nicht genug Äonen Schatten im AH ist. Blöd aber auch an der Stelle. Halt, das ist glaube ich gar nicht die Schmiede, sondern hier muss ich rein. Um das Zeug zu verhütten. Ja, seht ihr, das ist schon mit ein bisschen Schwierigkeiten verbunden manchmal. Egal, ich will das jetzt heute fertig kriegen. Dann werden wir eventuell die Sachen noch so uns holen, wenn wir das nicht fertig kriegen. Sudala. Jetzt haben wir dann insgesamt 14 Stück. Und ja, dann würde ich sagen, stellen wir erstmal die anderen Sachen noch her. Und zwar hatten wir uns aufgeschrieben, also das ziehe ich mal darunter, was wir jetzt wegschicken müssen. Dann hatte ich mir aufgeschrieben, dass ich Chorium brauche, und zwar 49 Stück. Chorium können wir hier unten herstellen. Und zwar kostet das 1800 und hier ist es relativ viel günstiger, die Erze. Deswegen will ich das auch einmal verhütten, da ich mir da vielleicht etwas sparen kann. Und zwar 600 irgendwas. 49 brauche ich. Okay, gut, hier kostet 700. Ah, es ist doch relativ teuer, ne? Also sind es dann. Ah, gut, ich kann mir nur 82 kaufen. Dann machen wir das doch mal. Kaufen wir mal 82 Stück ein. Und dann muss ich mir die restlichen Bahnen halt kaufen. Das hilft halt nichts, ne? Schade. Also 41 kann ich zumindest schon mal craften. Das ist ja schon mal was. Dann muss ich mal gucken. Dann müssen wir uns eventuell noch hier ein paar Barren kaufen. Beziehungsweise, ja, vielleicht finde ich ja nur irgendwen, der das Zeug hat. Ich habe jetzt mal nebenbei noch den Stream angemacht. Mal gucken, vielleicht habe ich ja nur irgendeinen auf Antonidas, der dann sagt, hey, ich habe da noch was und wird mir das verkaufen für den angemessenen Preis. Dann schauen wir einfach mal. Gut, also die craften wir jetzt mal durch. Und dann muss ich mir halt jetzt noch ein paar Corium-Bahnen holen. Und das andere, was wir noch haben, ist Teufelstahlbarren und das gehärtete Elementium. Aber ich glaube, in Ding habe ich mir noch nichts weiter gebastelt. Jetzt muss ich mal gucken. Es ist Kataklysmpyrit, Elementium gehärtet. Das, was brauchen wir da für ein Skill? 50 braucht man da. Blöderweise den habe ich hier nicht. Also da muss ich dann auch vielleicht nochmal ein bisschen gucken, ob wir den mit hochbekommen, den Skill, oder ich finde, wen der das craften kann. Na, halt mal schauen, vielleicht ist sogar noch mal eins im Auktionshaus oder so. Also da brauchen wir ja auch noch ein
paar zumindest. So, jetzt schauen wir aber erstmal noch wegen dem Corium. 41 habe ich, 49 brauche ich, also brauchen wir dementsprechend nur 8 Stück. Die müssen wir zurzeit leider so kaufen. Ja, die sind sogar noch mal ein bisschen hochgegangen, ne? Also brauchen wir hier 8 Stück. Das sind halt nochmal 17.000 Gold. Wir liegen jetzt hier bei dem. Ja gut, 500k habe ich mir rübergeschickt, ne? Also 100k haben wir schon mal wieder ausgegeben. Abzüglich dessen. Gut. Dann, die haben wir auch. Dann schauen wir mal wegen den Teufelsstahlbahnen. Da brauchen wir nämlich auch nochmal 32 Stück. Die kann ich ja auch craften, weil ich mir Burning Crusade so weit hochgebastelt habe. Und zwar hier. Da brauchen wir einmal diese Barren hier, Teufelsbahn. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sich das lohnen würde. Das Erz. Nee, schau mal, das Erz ist sogar teuer. Warum ist das Erz teurer als die Barren? Macht überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Das macht echt keinen Sinn. Vor allem, du brauchst auch noch zwei. Okay, also manchmal, ne, jetzt schauen wir mal die Teufelseisenbahn, vielleicht sind die ja noch günstiger, aber das. Nee, 800 Gold. Das kann doch nicht sein. Die Dinger kosten 14 Gold, was kostet das Elementium? Ah, okay. Gut. Das Elementium ist das teure. Da ist der Hund begraben. 2,80. Ja, gut. Ja, gut, also, ne, 160. Wie viel brauchen wir hier nochmal für? 2, 32, also brauchen wir 64 von den Barren und 64 mal 2 sind 120, 128. Schauen wir mal, ob hiervon 128 günstige Maha sind. 128, das sind 10.000 Gold. Aber dann spare ich mir halt auch mal wieder ein bisschen was. Dann gehe ich die Crafting-Kette rund. Achso, weil ich könnte mir die Dings gleich holen. Da muss ich nicht nochmal hinlaufen. Und zwar, was hatten wir gesagt? Hier die Teufelseisenbarren. Hier. Ah, da sind nur ein paar günstig. Da brauchen wir drei. Das sind dann 90. Das sind dann 96, brauche ich. Das geht, das sind 2000 irgendwas. Also die kann ich mir sogar einigermaßen günstig holen. So, jetzt muss ich das nochmal umcraften. Und, achso, das ist immer falsch. Und zwar müssen wir hier rein. Die muss ich jetzt einmal craften. Und dann kann ich das nochmal komplett umbasteln. Ich grüße dich, Dirty Tanker. Ich bin gerade nur das mit am Aufnehmen hier. Ich hoffe, dass ich noch wen finde, der hier, ja, so ein paar alte Mats hat. Ich brauche nämlich nur Eon Schatten. Ich bin gerade am Spekulieren, ob ich vielleicht im Stream dann jemanden finden. Oder ich kann auch im Handelschannel mal noch gucken, ob ich jemanden finde, der noch Eon Schatten rumflacken hat. Denn ich will mir ganz gern noch ein paar Barren hier bauen. Und da müssen wir mal gucken, ob wir da hinkommen. War hier Nordend. Ob wir da noch wen finden, dass wir zumindest das einmal voll kriegen. Also, die Titan haben wir fertig. Das kann ich jetzt schon mal hier. Also, Titan. Nee, Corium haben wir fertig. Dann gehärtet Elementium. Da muss ich dann nochmal gucken. Da müssen wir schauen, wo wir das herkriegen. Teufelsstahlbahn, die kriegen wir, denke ich mal, jetzt auch hier fertig gecraftet. Das dürfte nicht das Problem sein. Und dann ist halt nur die Titanstahlbahn, ne? Da haben wir jetzt gerade mal die Hälfte oder sogar nicht mal ganz die Hälfte. Und dieses gehärtete Elementiumbahn. Die zwei Sachen sind halt noch ein bisschen strittig und da muss ich mal gucken, ob wir die noch zusammenkriegen. Aber ja, ich bin guter Dinge. So, was haben wir denn jetzt ausgegeben? Mit dem sind es jetzt schon mal ja, 110.000. Was hatten wir vorher? 204, also sind wir schon bei über 300.000, bald bei 400k. Also das wird auf jeden Fall dann noch eine teure Angelegenheit. So, bauen wir hier die Barren noch. Aber da müssen wir genau auf die 32 kommen. Also da können wir auch schon einen X dahinter machen. Also ich habe das hier in so einer kleinen Tabelle. Genau. Sodala. Dann muss ich mal schauen. Also dieses gehärtete Elementium brauchen wir.
Und dann diese Äonenschatten. Mal schauen, ob wir da noch fündig werden. Jetzt muss ich das bloß im Handelsstand noch posten. Vielleicht finde ich da zufällig noch jemanden, der sagt, hier, er hat es zufällig rumliegen. Oder halt auch dieses Schattenzeug, ne? Das wäre natürlich auch noch schick. Weil sonst, gut, die könnte ich mir auch theoretisch so kaufen. Aber es wäre natürlich günstiger, wenn ich mir die Sachen sparen könnte, ne? Ganz klar. So, okay. Dann gucken wir mal. Also die Dingsbaren wären hier zwar auch noch drin, kosten aber halt relativ viel. Diese Schattenteile sind halt jetzt gar nicht mehr drin. Und gut, die könnte ich mir theoretisch kaufen, ne? Jetzt müssen wir bloß gucken wegen dem Elementium. Da habe ich leider den Beruf nicht hochgebastelt für. Und da brauchen wir, gut, Elementiumbahnen wären drin. Vielleicht hat ja jemand einen Bergbau auf Antonidas, der das umcraften kann. Das wäre eigentlich ganz cool, weil sonst kann ich die Sachen nicht fertig bauen. Da brauche ich nämlich noch 10 Stück. Sonst kommen wir da nämlich leider nicht ganz hin. Aber ich würde sagen, ich kaufe mir jetzt einfach mal die Titanstahlbarren. Da werden wir wahrscheinlich nichts mehr zusammenkriegen. Und zwar hatten wir gesagt, 32 brauche ich, also brauchen wir noch 18 Stück. Heißen, das sind halt 35 km. Krass. Da latzt mal richtig Gold rein, ich sag's euch. Aber was machst du nicht, wenn du das Zeug fertig kriegen willst, ne? So, haben wir hier auch 32. Können wir da einen Haken dahinter machen? Jetzt sind wirklich tatsächlich nur noch die gehärteten Elementiumbahnen offen. Und die kann ich tatsächlich dann auch mit dem anderen Char ganz easy basteln. Jetzt schicken wir das mal rüber. 1, 2, 3. Und ja, die 350.000 kann ich auch zurückschicken. War eine Null zu viel, okay. Genau, das können wir. Halt, irgendwas habe ich noch vergessen. Titan, Corium, Teufels. Ach, dieses Teufelszeug, das muss ich auch noch schicken, ne? Das musste jetzt irgendwo anders. Ah, hier. Die Bahn, die müssen wir auch noch losschicken. Jetzt haben wir hier 144.000 ausgegeben in etwa. Oder 445.000 haben wir in etwa ausgegeben. Sind wir schon bei 389. Gut, wenn wir jetzt noch ein bisschen Titan. Über das nochmal 12k, die können wir dann wieder ins Aha hauen. Und hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Also ein bisschen was ist tatsächlich dann doch noch da, was wir jetzt zu viel gekauft haben. Jetzt werden wir erstmal das andere noch craften. Und dann muss ich mir anscheinend einen Dude suchen, der noch Bergbau hat. Ich bin am Überlegen, ob ich auf dem zweiten Account noch irgendeinen habe, der Bergbau auf Antonidas ist, der die Sachen noch umcraften kann. Weil dann würde ich das anderweitig noch probieren, aber ich meine nicht, dass ich da noch einen habe. Wenn man nämlich einen alten Char hat, ne, der schon in den Gebieten was abgebaut hat, ne, da ist leider nichts mehr da. Der hat Bergbauskill 0, also damit werden wir leider nichts reißen können. Da muss ich mir quasi einen Bergbau-Dude suchen und dann werden wir dann mal gucken, ob wir es umcraften können. Also, Zwischenbilanz, die wir jetzt haben, sind quasi 389.000, die wir ausgegeben haben. Und die Sachen haben wir alle. Wir brauchen jetzt noch gehärtetes Elementium. Und das damit jetzt noch die Werte von den Items, die ich mir bis jetzt hergestellt habe. Also das ist auch schon mal eines. Hey, ich grüße dich am Rande hier schon mal. So, okay. Ah, jetzt kommt hier das Zeug zurück. Das ist natürlich suboptimal. Nehmen wir nur das raus. Das Gold nehmen wir einmal zurück. Und das hier auch. Aber vielleicht hat ja einer von den Leuten, die jetzt aus dem Stream dazugeschalten haben, einen Bergbauchar auf Antonidas. Das wird mir sehr weiterhelfen, weil ich muss was umcraften, Erze. Nur 10 Stück. Und ja, mein Bergbau hat das leider nicht und den müsste ich dann hochfarmen. Das würde ich jetzt ungern machen wollen. So, dann gehen wir zur Schmiede und bauen jetzt die anderen Sachen noch. Jetzt müsste ich ja eigentlich hier genug zumindest von dem haben. So, dann gehen wir einmal hier runter. Kataklysm war ja jetzt das eine Zeug noch offen, da habe ich leider nicht genug Mats. Genau, das sind jetzt die drei Teile, also ich brauche gehärtetes Elementium. Das ist das, was ich brauche. Nordend müssten wir jetzt die Sachen craften können. Und zwar. Ah, schau, aber hier Nordend geht schon ein bisschen schneller. Ah, nochmal hier theoretisch 20 Gold wert, das Teil.
Irgendwann verkaufe ich wieder mal ein richtiges Gear, ne? Ich habe da immer so, bin da auch immer ganz gut aufgestellt. Ich habe schon mal vor einem Raid mein Gear verkauft, weil ich Transmog angelegt hatte und habe dann blöderweise das nicht zurückkaufen können und musste dann den Raid-Encounter, also das war damals der Endboss von WoD, musste ich dann mit einem, ich glaube, das war ein Level 24er, irgend so ein Low Cloak, also das war dann ein bisschen kacke tatsächlich. So, was ich auch noch brauche, sehe ich gerade hier diesen Schleierstaub, ne? Der war auch nicht im Auktionshaus. Da hoffe ich, dass ich auch noch an was rankomme. Da muss ich vielleicht noch einen VZ bemühen, dass wir das quasi noch bekommen. So, Schilde können wir auch zumachen. Also die eine Waffe hier und Scherbenwelt müssten wir jetzt eigentlich fast alles craften können. Falls ich mich nicht verzählt habe. Oh, hier, Burning Crusade, ne? Das dauert natürlich noch. Das dauert leider noch. Okay, also müssen wir dann gleich mal schauen, ob wir irgendwo diesen Staub herkriegen. Das hier, diesen Schleierstaub. Sonst müsste ich halt versuchen, irgendwelche alten Sachen aufzukaufen. Alter Schalter, seht ihr das? 197.000 Gold wäre das Ding wert. Sieht aber auch ganz cool aus, muss ich sagen. Aber das werden wir jetzt lernen. Ich will ja das Transmog haben, deswegen machen wir die ganze Geschichte hier. Also hier brauchen wir noch Elementium, okay. Das schon mal craften. Da brauchen wir auch nichts und hier auch nicht. Das sind die Sachen, wo die Rezepte auch so teuer waren, ne? Also da waren die Rezepte abnormal teuer. Okay, also ich brauche insgesamt von dem Elementium-Bahn. Ach shit, die hätten wir uns mit dem anderen auch noch craften können, ne? Fällt mir gerade ein. Also da hätten wir uns auch noch mal ein bisschen was sparen können, tatsächlich. Aber egal, dieses Elementium, das werde ich mir jetzt im AH kaufen. Schleierstaub kostet nicht viel im AH. Ich habe vorhin geguckt, da war es tatsächlich nicht drin. Ich bin ja jetzt schon eine Weile hier das Video am Aufnehmen. Ich wollte das eigentlich nicht im Stream machen, dass mir die Leute die Sachen nicht wegkaufen und sie teurer einstellen. Doch jetzt hat sich das doch ein bisschen länger entwickelt. Deswegen habe ich zwischendrin jetzt einmal den Stream mit angemacht. Vielleicht hat ja von euch einer einen Bergbau auf Antonidas, die jetzt gerade noch so reinschalten, der mir eventuell was umcraften kann. Ich brauche nämlich 10 Erze von Cataclysm, die ich leider selber nicht umcraften kann, weil ich den Beruf hier nicht hoch genug habe. Was ein bisschen blöd ist. Und ja, da würde ich dann noch wen brauchen. Aber da müssen wir dann gleich nochmal gucken. So, jetzt tun wir als erstes noch die Elementium-Barren. Einmal umwandeln. Beziehungsweise kaufen. 11 Stück brauche ich. Na, also nochmal 2k, die hier drauf gehen. Achso, das hätte ich vielleicht nochmal aus einloggen sollen, dass ich jetzt sehe, was ich hier noch kaufe. Aber egal. Wir können ja dann von 350k plus runterrechnen und dann sehen wir es ja auch, was wir oder wo wir stehen. Wir können jetzt auch nochmal gucken, ob der Schleierstaub drin ist, aber der war, glaube ich, nicht drin, so wie ich das gesehen habe. Ich habe das nämlich vorhin geguckt gehabt, da war keiner drin. Und das ist dann tatsächlich ein bisschen blöd. Wo war es denn mit dem Schleierstaub? Irgendwas? Nee, das war eine Expansion weiter drunten. Also Nordend müsste das gewesen sein. Da haben wir noch hier. Da war, glaube ich, nichts im AH. Ne, seht ihr, ist leer. Also da müsste ich selber dann irgendwie nochmal gucken, wie wir an den Staub rankommen. Eventuell müssen wir vielleicht ein bisschen Sachen dissen. Muss ich mal schauen. Also irgendwas klein machen, was aus der Expansion ist quasi. Genau. So, wir waren jetzt aber hier in Burning Crusade. War, können wir jetzt die zwei Sachen noch bauen und dann sind wir tatsächlich zumindest mit Burning Crusade schon mal fertig. Ja, müsste ich auf einen Dings gehen, ne? Auf meinen VZ. Ich könnte mit dem mal schon mal ausloggen derweil. Und dann auf ein VZ gehen und mal gucken, was wir da machen können. Dann können wir den. Alter, der Kolben, ne? Hier. 343.000 Gold. Da ist auf jeden Fall einiges geboten. Das können wir jetzt auch nochmal umbasteln. Also. Ihr seht schon hier, die Preise sind abnormal, vor allem von diesen Items, wo die Rezepte auch so teuer waren. Und jetzt sehe ich gerade, mir fehlt hier noch ein bisschen was. Mir fehlt ein bisschen Urmacht tatsächlich. Und mir fehlt Urneter. Jetzt kaufen wir nochmal eine Urmacht. Die werden wir jetzt nicht nochmal umcraften. Wegen einer lohnt sich das jetzt nicht, wegen dem einen wieder umzuloggen. Und ja. Dann brauchen wir nochmal also zwei Urneter, eine Urmacht habe ich mir jetzt noch gekauft. Das basteln wir dann noch.
Mein Ulpera level ich hier danach. Ich mache jetzt erst das mit den Berufen fertig. Ich waste quasi mein Gold noch fertig rein hier. Und sobald ich das fertig habe, werden wir danach ein bisschen leveln. Da hatte ich ja gesagt, dass wir am Wochenende dann noch ein bisschen weitermachen. Sudala. Also, wo waren wir hier? Blöd, dass das wieder alles immer zugeht. Hier sind wir. Halt, warum habe ich jetzt nicht mehr genug Chorium? Habe ich mir zu wenig Chorium ge. Ich habe mich doch verzählt, ne? Es waren doch 10 mehr. Ist es bitter. Jetzt muss ich mir nochmal Chorium kaufen. Ah, es war leider auch nichts mehr im Aha. Das sind wieder 22.000. Das tut weh. Das tut richtig weh. Das tut richtig, richtig weh. Aber egal. Dann haben wir es zumindest einmal weg, ne? So. Okay. Dann basteln wir das noch. Jetzt noch so ein Dolch. Da sagt er auch 300k auf jeden Fall einiges. Wie viel Transmog ich habe, kann man nachher mal gucken. Jetzt will ich das erstmal hier alles soweit fertig craften. So, da la. Zack, da haben wir das auch. Wunderbar. Dann sind wir auch hier. Also, Dings hatten wir eh schon fertig, Classic. Jetzt sind wir hier auch mit Burning Crusade einmal durch. Können wir das auch zuklappen? Jetzt brauchen wir quasi nur noch hier das eine mit dem Staub. Also heißt, ja, 6 Staub muss ich mir jetzt hier besorgen. Das ist das eine. Und die Titanstahlbahn habe ich, die Kugeln habe ich auch. Das sieht gut aus. Das können wir noch machen. Und hier sind es dann noch 3 Teile. Gut, ich brauche auch noch diese Chaoskugeln, sehe ich gerade, ne? Da haben wir auch keine mehr. 5, 10, 13. Und hier brauche ich halt einen Schmied, der mir das umbauen kann, ne? So, nochmal 1000 Gold. Also einen Schmied, der hier gehärtete Elemente, nicht einen Schmied, einen Bergbau, gehärtete Elementium bauen kann. Wird auch gut Taschengeld geben, falls ihr zufällig gerade reingeschalten habt und da noch einen Bergbau habt, der Kataklysm was gebastelt hat, ne? Wäre ich auf jeden Fall verbunden euch dann. Gut. Das sind jetzt noch 4 Items, die ich quasi offen habe. Das, ja, ist übersichtlich. Jetzt schauen wir aber erstmal noch wegen dem Schleierstaub. Und zwar, habe ich ja hier einen Verzauberer. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich irgendwo noch Items aus Wattle finde und die einfach dissen kann. Ja? Das wäre ja soweit das Einfachste, dass wir einfach da so ein bisschen was klein machen und dementsprechend den Schleierstaub da rausziehen, weil hier ist halt leider nichts drin. Ne? Barren, die sind halt leider auch nicht drin. Grün muss es sein, schreibt mir einer. Ja, sonst kriegst du wahrscheinlich Kristalle raus, ja. Das ist ein guter Einwand. Also ich muss irgendwelche Greens finden. Wobei du doch meistens auch bei blauen Sachen auch Staub zusätzlich rausgekriegt hast. Die Traumsplitter klein machen. Oh, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Tipp. Das stimmt, du konntest in alten Expansions, konntest du Splitter klein machen und dann quasi immer in die kleineren Mats basteln. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob. Nee, das habe ich bestimmt mit dem hier nicht, weil der hier schon mal, der hat. Aber vielleicht kann ich das lernen. Das könnten wir mal checken, ob das gehen würde. Hier, wir sind bei Scherbenwelt und dann ja. Und was ist sonstiges? Nee, da kannst du Prismen bauen. Illusionen, Reagenzien. Ah ja. Ah nee, aber schau, du kannst keinen Staub, also du kriegst keinen Staub, du kannst es halt bloß so klein machen. Oh, ach so, Wattle war das. Ups. Stimmt, es war Wattle. Gut, dass ihr es sagt. Brust, Umhang, nee, in Dings ging es anscheinend gar nicht in Wattle. Da gibt es eine Illusion. Ach, obwohl hier brechen. Ah, doch, du kannst das brechen. Ah, es ist halt die Frage, was du dann rauskriegst. Tiefenkristall, ne? Schauen wir mal, ob es Tiefenkristalle gibt. Aber das steht jetzt nicht dran. Entzaubert einen Tiefenkristall in große kosmische Sensen oder Schleierstaub. Oder Schleierstaub, okay. Also solche Dinger würde es geben, dann müsste ich aber das hochskillen auf 15. Weiß ich jetzt nicht, ob das krass ist, das auf 15 zu skillen, ne? Wahrscheinlich nicht, aber sollen wir vielleicht erstmal. Aber nach Greens ist wahrscheinlich schwierig zu suchen. Greens, die Wattle
quasi, oder ich kann nicht hier filtern nach Item-Level? Nee, das geht nicht, ne? Nur bessere geht. Aber es gibt leider kein Item-Level-Filter. Und ich weiß jetzt halt nicht genau, was für ein Item Wattle den Standard hat. Das ist halt jetzt das Problem, so ein bisschen. Aber ich könnte irgendwas craften mit Stoff, was aus Wattle ist. Moment, jetzt wird's hier, ne? Hier, diese komischen Handgelenke könnte ich craften. Ja, ich crafte grüne Sachen. Schauen wir mal. Okay. Wir brauchen da. Machen wir mal 9 Stück, oder? Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Fleischstab ist auch keiner am Aha, also falls. Ah, ne, ich will jetzt nicht alle Sachen rausnehmen. Ich habe mit dem ewig viel Zeug rübergeschickt. So, jetzt machen wir nur das. Und dann brauche ich diesen komischen Faden. Elementium-Faden. Ach, ist der vielleicht auf dem Jack könnte der sein, ne? Schauen wir. Oder ich gehe einfach zum Dingslehrer rüber. Das klappt. Ich hoffe auch, dass es klappt, ne? Jetzt gucken wir mal. Ich bin jetzt schon über eine Stunde hier am Sachen herstellen und umwandeln und dingsen. Und ich dachte eigentlich, dass so 20 Minuten bin ich easy fertig. Das zieht sich jetzt doch schon ein bisschen länger. Deswegen, ja, habe ich zwischendrin jetzt den Stream einfach so angemacht, dass der vielleicht der ein oder andere mir noch helfen kann mit so Sachen. Und genau solche Tipps sind ganz gut. Dann, das hätte ich jetzt tatsächlich selber nicht gedacht gehabt, dass ich das ja so umwandeln kann. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich kein altes, dass ich kein Skill in den alten Berufen brauche, um das Zeug hier zu dissen. Aber es scheint zu gehen. Ach, fuck it. Warum kriege ich denn da einen blauen Splitter raus? Okay, 2 Schleierstaub. Wie viel brauche ich? 6, ne? 3. Ach, komm. Warum muss ich denn da jetzt einen blöden blauen Splitter rauskriegen? So, nochmal. Jetzt müssen wir nochmal was kaufen hier. Wo waren das? Jetzt muss ich wieder raussuchen, wo das Zeug ist. Hier. Ich hätte wahrscheinlich die Dinger, diese Ballen auch herstellen können. Das wäre wahrscheinlich günstiger gewesen. Ich weiß nicht, der Stoff kostet wahrscheinlich nichts, oder? Ja, das wäre günstiger gewesen, sehe ich gerade. Aber gut. Langsam will ich fertig werden. Fenty, ich grüße dich an der Stelle. Schauen wir mal. Nehmen wir das Ding raus. Und kaufen uns jetzt nochmal einen Faden. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich hier nicht nochmal ein blaues Item rauskriege. Bitte. Bitte, Blizzard. Nicht nochmal ein blaues, sonst muss ich hier noch was kaufen. So, jetzt aber. Komm. Schleierstaub. Was denn? Da. Nein! Jetzt habe ich diese Kack-Essenzen bekommen. Was ist denn mit dir? Jetzt kriege ich aber echt langsam einen Hass, ne? Komm. Das gibt's doch nicht. Ich will doch einfach nur einen fucking Staub haben. Das ist doch nicht möglich. So, jetzt kaufen wir nochmal 3. Komm, dann kaufen wir gleich von ihm hier den Faden. Halt, der andere was. Also ich hätte, glaube ich, mehrere Episoden aus dem Ganzen machen sollen, fällt mir jetzt auf, aber ja, das weißt du halt erst danach. Jetzt wird das Video halt irgendwie 5 Jahre lang. Also über eine Stunde sind wir auf jeden Fall schon mal. Aber gut, so ist es jetzt. Lässt sich auch nicht mehr ändern. So, wir craften das jetzt und hoffen einfach, dass wir jetzt einen Staub rausbekommen. Gott sei Dank. Also, jetzt haben wir den Staub. Und, das rechnen wir jetzt mal nicht rein, oder? Was sind das? Das haben wir jetzt 400 Gold ausgegeben. Okay, die können wir uns merken. Und außerdem, also 400 Gold ist geschenkt. Ja. So. Staub haben wir jetzt auch. Jetzt brauche ich bloß noch, jemanden, der Bergbau hat und diese Barren umcraften kann. Dann hätte ich, glaube ich, soweit alles. Sind wir tatsächlich durch. So, da, das machen wir nochmal alles zu. Draenor Cataclysm. Nordend war es, ne? Da müssen wir was bauen. So, hier. Diese Klinge. Haben wir jetzt den Staub auch. Gott sei Dank. Nochmal 18k hier.
rausgewastet. Gut. Dann ist Wottel damit auch fertig, ne? Dings hatten wir ja schon, Scherbenwelt. Ja, das können wir dann auch zumachen. Scherbenwelt können wir zumachen. Classic können wir zumachen. Wottel, jetzt haben wir wirklich tatsächlich nur noch die Kataklysm-Items. Und das sind 3 Stück. Und da brauche ich jetzt 3. So, jetzt tun wir mal hier im Handelschannel gucken. Ich brauch nur Kataklysmen. Und zwar diese Barren, die sind aber nicht mehr Maha und ich kann sie blöderweise selber nicht craften. Die Mats dafür, die sind im Maha, die kannst du auch ganz easy bekommen. Ja, dann habe ich alles von den Berufsdingern zumindest. Jetzt schauen wir nochmal. Ne, die sind leider nicht da. Also ich bräuchte da jetzt tatsächlich nochmal einen, der das Bergbau hat. Oder ich muss es mir halt selber hochfarmen, aber das wird mir tatsächlich jetzt ein bisschen lang dauern. So, jetzt können wir auf jeden Fall mal gucken, was wir hier ausgegeben haben. Was haben wir gesagt? Es waren irgendwie 350k, die ich rübergeschickt habe, ne? Dann haben wir jetzt 28. Gut, jetzt da haben wir noch ein bisschen Kleinkram, vielleicht 29k oder so, ne? Die können wir jetzt auch nochmal eintragen hier. Sind wir bei 418. So, ah, ich habe einen gefunden, der Bergbau hat. Jetzt muss ich mal gucken, was brauche ich dafür? Zack, das schlägt wieder die Tastatur zu. Also, das Ding braucht 10 Bahnen. Also, da ich 10 Stück brauche, brauche ich 100. Und dann brauche ich noch diese Erde, flüchtige Erde. War das jetzt nochmal irgendwas? Erde. Ach, seht ihr, meine Tastatur schreibt immer Doppel-E. Wenn ich irgendwo ein E eingib, immer doppelt. Das ist seit dem Cola-Unfall, habe ich Doppel-E. Und egal was ich schreibe, muss ich immer die Es rausmachen. So, es ist richtig nervig. Also ich glaube, wenn, dann muss ich dann nochmal gucken, an was das liegt. Und das beheben. Oder ich muss mir vielleicht eventuell mal bald eine neue Tastatur kaufen. Weil das halt schon ein bisschen nervig ist. So, wo ist der Typ? Ach, der ist nicht im Warmode unterwegs. Ich habe mittlerweile immer den Warmode an, dass ich mehr Waren krieg. Und wo ist der Typ? Ah, der ist ein SW. So. Nee, nee, nee. Das Problem ist, das liegt. Also, ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass die Tastatur nicht sauber ist, sondern ich habe mal. Ich habe das Ruckmar-Mount gekriegt. Ihr könnt euch gerne das Video angucken, wenn ihr wollt. Ja, ich bin dezent eskaliert, also ich habe ein bisschen rumgeschrien, auf den Tisch rumgehauen und so, ne? Bin ein bisschen ausgerastet. Ja, und dabei ist mir quasi die Cola umgekippt auf die Tastatur und dann habe ich die Tastatur geduscht und es war danach eigentlich wieder alles tutti. Ist der jetzt da reingegangen, oder? Wo ist denn der jetzt? Der. Ich habe ihm noch geschrieben, dass ich nach SW komme. Der nach Boralos gegangen, oder? Ach. Dann komme ich zurück, okay. Was ein Typ. Das habe ich total oft, ne? Wenn ich mit wem handeln will, dann fliege ich zu dem, der fliegt dann zu mir und dann gucken die Leute immer nicht auf die Map. Jetzt bin ich halt schon hier hingegangen. Ich fliege extra zur Schmiede, dass er das dann umcraften kann. Dann gebe ich ihm ein bisschen Gold oder so. Ich habe gesagt, ich gebe ihm gut Taschengeld, wenn er das umcraftet. Hat sich einer gemeldet, sonst findest du halt auch keinen. Also muss die Leute schon immer ein bisschen locken. Also ich habe jetzt quasi. Die Mats, das müssten genau für 10 Dinger reichen. Ja, das hat jetzt nochmal ein bisschen was gekostet. Das haben wir hier schon 30k. 29 habe ich eingetragen. Sind es dann eher schon ein bisschen über 30, wenn ich dem dann noch ein bisschen was gebe. Aber dann kann ich zumindest die letzten Teile bauen. Und ein bisschen Gold kriege ich ja auch wieder rein, indem ich jetzt die restlichen Mats, die ich nicht verwendet habe, auch alleine hier. Das sind nochmal 40, 28k. Also das ist dann schon ein bisschen was. So, jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, der scammt mich nicht. Ach, der hat sein Inventar voll.
Einmal mit Hindernissen. Wie kann man das Inventar so voll haben, dass man zwei Teile nicht annehmen kann? Okay, also ich habe ja auch mein Inventar immer voll, ne? Also aber, dass ich wirklich gar nichts mehr dingsen kann. Schauen wir mal. Also die andere Alternative wäre halt gewesen, dass ich jetzt mit meinem Bergbau den noch hochziehe auf quasi 100 oder auf 50er Skill oder so, aber da muss ich halt einiges dann abbauen und das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden, weil ich wollte es jetzt in der Aufnahme fertig machen. Nee, komm, ich gebe den jetzt 1000 Gold dafür, dass er die Barren gecraftet hat. Zack. Dass es sich wenigstens für den Dude gelohnt hat. Wir sind ja mal nicht geizig. Wir haben jetzt eh genug auf den Tisch gehauen. So. Dann hat sich's wenigstens für ihn rentiert, hat er seine 1000 Gold gekriegt und ich habe meine Barren. Ja. Wahrscheinlich wäre es sogar günstiger gewesen, alle Barren so zu holen, aber egal. Oder halt einfach selber das zu machen, ne? Fuck, ich brauche noch einen. Ah! Nein, ich brauche noch einen. Ich brauche noch. Fuck it, jetzt muss ich nochmal hier diese Erze holen. Was waren das? Ja, das gepostet. Ach, ich hab mich verrechnet mal wieder. Ich hoffe, der ist jetzt noch nicht weggeflattert. Also, einen brauchen wir noch. Einen Barren. Oder 10 Stück. Von den kleinen. Und dann von der Erde brauchen wir. Wie hieß das Zeug? Flüchtige Erde. Brauchen wir 4 Stück. Habe ich mich echt verrechnet, ne? Um einen Barren. So. Er hat mich ja wenigstens nicht gescammt. So, jetzt können wir da weil hier die Teile noch. Warte mal, wo ist denn meine eigentliche Waffe? Ah, die habe ich da unten einmal. Ups, meine Waffe will ich hier nicht weghauen. So, okay. Das können wir hier reinpacken. Das zählen wir nämlich nachher noch zusammen, wie viel das dann genau ist. Und dann kann ich mir jetzt tatsächlich das letzte Item craften. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lang dauert. Ich sag's euch. So, da la. Aber dann haben wir zumindest hier von den Berufen alles, natürlich bis auf das eine, was ich euch ja eingangs gezeigt hatte, was ich erst ein paar Tagen bauen kann, weil ich da ja auf die Cooldowns warten muss. Geht nicht in der Bewegung. So. Perfekt. Haben wir den Kolben auch noch? Dann müssten wir alles haben. Jetzt gucke ich nochmal grob durch. Also, Waffenkataklysm sieht gut aus. Nordend sieht gut aus. Scherbenwelt sieht gut aus. Also, ich habe ja gesagt, ne, die von den Waffensachen haben mir noch mehr gefehlt als die anderen. Na gut, hier muss ich alles zumachen. Aber das haben wir ja vorher auch schon geguckt gehabt. Okay, also da haben wir auch alle. Gut, dann sind wir damit fertig. Was habe ich jetzt ausgegeben hier? 32k. Also, wir haben jetzt auf den Tisch gehauen, 421k. Schätzungsweise habe ich davor schon 300k investiert. Dann sind wir bei ein bisschen über 700.000, was ich jetzt rausgehauen habe für, ja, hier für diese ganzen Items. Wir zählen uns jetzt mal zusammen, was sie denn wert gewesen wären, hypothetisch, wenn ich die Sachen, ja, wenn ich die Sachen halt verkauft hätte. Also hier haben wir 100k, dann haben wir hier 165, dann hier 45, dann hier 88. Also ich nehme jetzt den Mindestsofortkaufpreis, das einfach als, so als Referenzwert. Ich könnte so andere Sachen nehmen, die halt höher oder niedriger liegen, aber dass wir einfach so ein bisschen einen groben Anhaltspunkt haben, wo wir in etwa liegen. Und ich muss halt auch sagen, ne, es wäre vielleicht dann auch eine Idee, die Sachen eventuell, ja, selbst zu bauen und sie dann zu verkaufen, weil ihr seht schon, also einige sind halt richtig was wert, ne? Also liegen wir bei über 100k, Alter, 400k für diesen Kolben, ne? What the fuck? Aber da haben auch die Rezepte mich teilweise einiges gekostet, ne? Da haben die Rezepte mich teilweise, ja,
200k gekostet oder so. Also deswegen sind die Sachen auch so teuer, weil kaum einer die Rezepte hat, weil die arsch selten droppen und dementsprechend dann, wenn man sie kaufen will, auch arschig teuer sind. So, jetzt haben wir es gleich. Halt, da haben wir jetzt vertippt. 28, 32 geschrieben. Okay, und die da unten hatten wir ja schon. Jetzt muss ich noch ist gleich Summe. Dann einmal hier die ganzen Sachen. Okay. Also ich habe das jetzt mal zusammengezählt. Die Items, die ich mir hergestellt habe, ne? Die Leder-Items wären 521.000 Gold und die Schmiede-Items wären 3.154.000 Gold, wenn ich sie denn verkauft hätte. Ja? Heißt, das wären jetzt 3,6 irgendwas Millionen, also über 3,5 Millionen. 421k habe ich jetzt hier für ausgegeben. Einige Sachen kann ich auch nicht verkaufen, weil die seelengebunden sind, aber ich habe die jetzt alle gelernt, um einfach dementsprechend die Transmogs zu haben. Und ja, damit sind wir durch. Ich habe alle Transmogs. Die Sachen werden wir jetzt nicht für knappe 4 Millionen verkaufen, sondern wahrscheinlich für 500 Gold hier beim Händler. Wahrscheinlich nicht mehr 500 Gold, wahrscheinlich eher so 200, 300 Gold, weil wir die jetzt alle beim Händler verklopfen, weil ich die ja alle schon gelernt habe, dass ich meine Transmogs habe. Aber jetzt habe ich die Rezepte. Ich habe auch so ein bisschen, zumindest für einige Sachen, die Infrastruktur, um Sachen umzucraften. Und eventuell werde ich jetzt demnächst mal anfangen, hier mit auch versuchen, Gold zu machen. Das war jetzt eher mal ein Waste of Money, um die Transmogs fertig zu kriegen. Gut, dann sind wir tatsächlich hier durch. Wie gesagt, ich brauche jetzt noch ein Schmiede-Item, ein Inji sage ich, ein Schmiede-Item, ein Leder-Item, das ich jetzt in den nächsten 2 Wochen fertig habe, wenn ich jeden Tag diese Dinger herstelle. Und dann bin ich auch mit den Berufen fertig, habe sowohl die Rezepte als auch jetzt die ganzen Transmogs. Und damit wären wir durch mit dem kleinen Video, das jetzt über eine Stunde gedauert hat. Und ja, wir sehen uns dann quasi im nächsten Waste of Money Teil. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.